I know it's been a while since we last spoke, but something has happened at the mines I've been supervising. No, trust me, you'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business? Well, there's something big on that island. Real big. So many friends, and even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen, and you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunt. Yes, sir. They call him Charles. Half train, half giga spider from hell. We've been planning his demise for some time now, and have nearly everything in order. Just a few people to meet and places to see. Simple errands, you know. Yes, sir, welcome to Erinirum, the island where miners dig their own graves. Stay close, Charles isn't the only thing to fear around here. So, und damit herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Chuchu Charles und auf geht es. Wir sind auf Arianium, eine Insel, die nach einer Spinne benannt wurde oder nach Spinnen benannt wird. Toll, schön. Er sieht auch aus, als wenn er schon zu oft hier war. Wir probieren es einfach mal. Gegenstände, mit denen du interagieren kannst, leuchten, wenn du deine Maus darüber bewegst. Drücke zum Ausführen eine Aktion. Auf geht's. Ich wäre bereit. There's a train shed at the top of the hill. Ja, okay. One of the train operators was killed early on by the beast, so his old engine should be in there. Es soll wohl, glaube ich, etwas Open World mäßig sein, diese Insel. If we can get to it, it could be an indispensable tool on our journey. Okay. Wir müssen also erstmal nach hoch und ein Werkzeug holen. Stay close. We don't want to be exposed for too long. Okay, let's do it. Versuche mit... Der Opa, Alter, der hat einen ganz schön flinken Schritt drauf hier. Moment. So, scheinbar haben wir keine Ausdaueranzeige. Und damit verlieren wir auch anscheinend keine Ausdauer. Na, könnte sich jeder Soldat in Modern Warfare oder generell Call of Duty mal abgucken. Ja, auch einfach mal länger als 5 Meter sprinten irgendwie und gleich... Geht doch. Heißt aber auch irgendwie, wenn wir darauf sprinten können, dass wir wahrscheinlich halt sehr schnell irgendwie fliehen müssen manchmal. Ah, shucks, it's locked. Okay. Not to worry, we can still find a way in. Alter, voll die Monobraue, der Typ. Aber was für eine epische Monobraue. Alles klar, na los. Dann mach auf das Ding. Take this map, I just marked the location on it. Okay. See if the key is up there, and I'll look around some more down here. Alles klar. So, öffne die Karte und sieh dir den markierten Ort an. Alles klar. App öffnen. Uiuiuiui. Babys erste Mission. Oh, was denn? Suche in der nahegelegenen Hütte nach dem Schlüssel für den Bahnhof. Alter, ist das groß. Hoho, mein Rechner hebt hier gerade ab. Oh, krass. So, was haben wir denn hier? Unbekannte NSC, Waffenmission. Erforderliche Mission. Okay, alles klar. Das ist tatsächlich so ein bisschen GTA-mäßig. Ist doch gut, mein Kleiner. Jetzt komm doch mal runter hier. So schlimm ist doch nicht. Okay, gut. Denn auf zur Hütte. So, warte mal, wir konnten doch tatsächlich mit rechts einen Wegpunkt setzen. Ja, genau, Wegpunkt. Sehen wir den jetzt hier irgendwo? Ja. Cool. Und schon halt so leichte Far Cry-Flashbacks. Da war es genauso. Finde ich aber sehr angenehm, tatsächlich. Anstatt hier so komplett orientierungslos irgendwie durch die Walachei zu ballern hier. Ach, Rekke, das ist ein schöner Schlüssel. Hier, nehmen Sie den Schlüssel zur Stadt. Ja, um dein gesamtes Gegenstand anzuzeigen, drücke I. Alles klar. Unser. Ach, schön, mit schraffiert so. Komm, wie machen wir das am besten? Noch? Nimm mal einen Bleistift, ich zeig dir mal was. Finde ich gut. Okay. Uiuiuiui. So, und dann zurück zu.
ihm. Ich kann schon gerne seinen Namen entfallen hier. Wie heißt er nochmal? Pete? Good on you. Eugene. Looks like you found it. Ja, hat er. Open up that door and lead the way. Okay, let's do it. Hey, that's what I'm talking about. She's an oldie but a goodie. Okay, also wir können jetzt wirklich in den Lock nehmen. I'm going to inspect the train's exterior. Okay. Why don't you take a peek inside, see what we got to work with? Du, weil ich keine Ahnung von Zügen habe, was soll ich da jetzt rankicken? Er ist gelb. Was, ist der Charles? Das ist, oh, hallo. Moment. Okay, rückwärts, vorwärts und was ist das hier? Bremse oder was? Oh, warte mal da. Zuggesundheit. Tempolevel. Hört ihr Max? Ach, du kannst noch den Zug, kannst du noch pimpen. Okay, krass. Schaden Level 1. Erhöht den Schaden aller Waffen. Panzerung. Verringert jeglichen Schaden, den ein Zug erleidet. Okay, scheinbar ist der Zug sehr elementar für uns. Repariere und rüste deinen Zug mit Schrott auf. Durchsuche das Gelände nach Schrott und erfülle Missionen. Klicke auf Upgrades, um sie zu kaufen. Cool. Das ist ja geil. Finde ich gut. Hallo, misch hier raus. Lass mich raus. Misch raus. Hallo. Kumpel? Aha, mit Escape. So, hier hinten gibt es noch einen schönen Ballermann. Okay, Geschützplattform. Ziel auf deine Gegner. Schieße mit dem Aktionsbefehl. Waffen werden durch Überbeanspruchung kurzzeitig blockiert. Alle Waffen haben unendlich Munition. Yes. Neue Waffen können in Missionen erhalten werden. Schön. Finde ich gut. Kann ich irgendwie nee, suchen? Kann ich nicht. Ah, zieht auch ein bisschen nach oben, das Ding. Muss man natürlich nachher auch wissen. Okay. Hallo, unheimlicher Typ. So, kann ich jetzt hier schon rumfummeln? Nee. Nee. Denn, Eugene, was hast du zu sagen? Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. Mhm. That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island, but it sure looks fun to use. Hashtag erwachsen? Was? Wenn der Schlüssel klein war, wie sieht dann ein großer aus? Ja, das ist dann... Okay. Light up Charles with it and take him down before he even sees us coming. Das irgendwie wage ich das zu bezweifeln. Aber irgendwie ist das doch cool gemacht, so alles sieht so gezeichnet aus, so die ganze Textur. Sehr charmant. Are you ready to take this thing for a spin? Na, ich würde mich gerne nochmal hier in dem Kabuff hier umsehen. So, mit dem mittleren Hebel fährst du den Zug vorwärts. Mit dem linken Hebel fährst du den Zug rückwärts. Toll, deaktivieren. Der rechte Hebel hält den Zug an. Wenn du den Zug während der Fahrt verlässt, hält er automatisch an. Das ist sehr cool. Okay, alles klar. So, bevor wir hier losrattern. Jojo, hey, grüß dich, schön, dass du da bist. Sorry, dass ich wieder alleine bin. Benny ist leider offline. Dem ist sein komplettes Internet abgekackt. Und er ist leider immer noch nicht da. Heißt also, irgendwie ist immer noch kein Internet da. Deswegen bin ich leider wieder alleine. Das ist irgendwie doof, weil tatsächlich das ja eigentlich Montas ja immer mit uns zusammen sein sollte. Und ich weiß, Benny hätte jetzt wahrscheinlich auch ein paar schöne, coole Ideen, die wir hier noch machen können oder was ich wahrscheinlich übersehen hätte. Aber, oh, Farbe können wir hier noch anmalen oder was? So, na denn, lass krachen hier. Schwupp! Hallo? Choo-choo! Okay, na denn, gib mal Schubrakete. Mal so ein Schaffnermütze noch besorgen hier. Do you hear that? It's him! It's him! Ah! Alter! Ah! Oh! Alter, sofort in der Action drin hier! Verpiss dich! Nein! Eugene! Kumpel! Eugene! Nein, Mann! Eugene! Eugene! Kumpel! Warte, ich komme! Na, da ist ja mal schnell die Scheiße durch den Ventilator geflogen. Oh, Alter, dein Knie sieht nicht gut aus, Kumpel. Easy out. You'll need to
Mutierter Jim Kopf auf jeden Fall. I don't have time to explain. Find the eggs. Find my son. Ja, und schon sind wir allein. Und unser Zug ist schon im Arsch, oder was? Ach nee. Das sieht aber auch ein bisschen lustig aus, dieses gelbe Klatschding hier, ey. So, na, dann lass uns doch mal hier einen Blick auf die Karte werfen. So, hier kommt erstmal eine ganze Weile nichts. Und dann würde ich doch mal sagen, können wir doch mal... Oh, was haben wir hier? Das ist interessant. So, setzen wir uns hier mal einen Wegpunkt. Oh, das Spiel ist cool. Also, ich finde es bis jetzt auch erstmal recht interessant. Ich hoffe, das wird nicht zu übel. Also, zu schwer. Weil, so... Mit dem MG so richtig beeindruckt habe ich das Vieh jetzt nicht irgendwie. Vielleicht muss ich einmal kicken, wenn das jetzt hier plötzlich hoch angeschissen kommt. Tschut, tschut. Aber irgendwie finde ich es so sympathisch. Schön. So, ein bisschen schneller fahren wäre auch schön eine Sache. Aber, oh, warte mal, was haben wir hier? Was haben wir hier? Moment. Okay, also anhalten dauert eine Weile. Ich steige schon mal aus. Muss ich hier raufschießen oder kann ich das... Oh, es öffnet sich von allein. Schön. Oh, Schrott. Wir haben scheinbar Schrott gefunden. Schrott, 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 Schrott. Aber wer hat hier das Feuer überhaupt gemacht? Moorschrott. Schöne Ding. Schön, schön, schön. So, ab wann kann man denn hier aufleveln? Okay, alles klar. Alter, wir haben schon richtig, Alter, man verliert richtig schnell Power hier. Mein lieber Hellsangsverein. Tempo, Schaden. Tja, ihr Lieben, wollen wir auf Schaden gehen oder wollen wir erstmal auf Panzerung gehen? Was ist so eure Intention? Tempo tatsächlich ist so eine Sache, würde ich erstmal vernachlässigen. Panzer. Okay. Panzerung. Okay. Okay, okay, okay. Panzerung, Panzerung, Panzerung. Alles klar, dann wird's Panzerung werden. 3 bis 5 Schrott. Aber wir sind schon Level 2. Schön! Gottes Willen. Cool. Ich mag das gezeichnet. Das ist wirklich cool. Viel Charme. Sag jetzt. Was? Muss ich die wechseln? Schilder weisen auf bevorstehende Gleisabzweigung hin. Das Licht an der Abzweigung zeigt die Richtung der Gleise an. Halte den Zug an und interagiere mit dem Hebel am Boden, um die Richtung zu ändern. Okay. Weiß ich nicht. Ist ja nicht so schönes Wetter. Soll ich aussteigen? Ich steig mal aus. Das ist auch voll der Held so irgendwie. Gewittert. Jetzt muss man. Achso, warte mal. Steht so ja schon richtig. Das ist ja perfekt. Na denn? Hui! Hui! Ja, könnte auch Skyrim jetzt sein hier, ne? Oder? So, ich mach mal Tab zu. Ich mach mal Tab zu. Tab zu! Dankeschön. Weiter geht die lustige Reise. So, muss man hier ein bisschen langsamer fahren? Nö, Vollgas rein. Schwupp, genau. So, 201 Meter noch. Mal gucken, was da ist. Eine Mission, ein NPC. Wake up, Kanaiki, grüß dich. Schön, dass du da bist. Auf Schaffner. Wir spielen ein bisschen Chuchu Charles. Selbst die Weichenansicht sieht horrorstylisch aus. Absolut. Oh, warte mal. Anhalten. Willkommen. Aber hier, wie ein großer Aussichtding. Na, wer bist du? You must be the archivist that Eugene told us about. Der Archivar. We're happy you came to help us out of this predicament with Charles and that madman Warren. Was ist für eine krasse Stimme, der Typ, Alter. Madman Warren. You know, that old train of yours. We'll need some major upgrades if you want to take down Charles. Yeah? There are some metal scraps in my barn that you could use to improve it. Weiß ich nicht, wenn hier so Leute sagen, hier, komm doch in meine Scheune, so ein bisschen Sachen, so, sollte man doch eigentlich skeptisch sein, oder? It's a trap! Also, ich bin skeptisch. It's the key to the barn. It's just up a path. But I'll mark it on your map anyway. Das ist aber total lieb von dir. Ich weiß nicht, was du von mir willst dafür. Komischer, gruseliger Typ, du. Oh.
Ah, okay, na klar. Ist cool gemacht? Ist cool gemacht mit der Karte. Steve, sein Bruder. What? Ich habe doch niemals so ein Hemd. So. Gut. Haben wir, oh, hier, warte mal. Hier, was haben wir da? Was haben wir hier? Explosives. Kann man nichts machen? Schade. Was ist das hier für ein schöner Schuppen? Ah, nichts kann man machen. Gut, nehmen wir mal zu der Hütte. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn uns jetzt hier Choo-Choo Charles erwischt irgendwie? Wir können es überhaupt nicht wehren. Wir haben nichts. Wir können bloß noch schreiend wegrennen. Und der wird schneller sein. Oh, okay. Ist, bis jetzt muss ich sagen, gefällt es mir durch die Bank weg. Sehr gut. Hallo? Schrott hier von 0 von 9. Oh, schön. 9 Schrott. Na, dann nehmen wir mal los hier. Irgendwie habe ich jetzt gerade erwartet, dass die Tür hinter mir jetzt zu ist. So, was haben wir da? Versorgungsliste. Hühnerfutter, Ziegenfutter, Zaunbedarf. Tja, das kannst du streichen. Bereits gefressene Tiere müssen weder gefüttert noch eingezäunt werden. Oh. Arme Tiere. So, weiter jetzt. So, wahrscheinlich müssen wir hier noch hoch. Den Boden. Bin ein bisschen irritiert, dadurch, dass Eugene vorhin von Eiern gesprochen hat. Legt der Zug Eier? Obwohl Eugene versprochen hat, Hilfe zu schicken, sobald er das Festland erreicht hat, habe ich gerade festgestellt, dass er nie erwähnt hat, ob er zurückkehren würde. Das sind verdammt viele Kommas an einem Satz. Ich nehme an, er ist der Typ Mensch, der nicht jedes Detail seines Plans verrät. Jeder auf der Insel versucht, einen Ausweg aus diesem Schlamassel zu finden. Und ich kann nur hoffen, dass dieser befreundete Archivar eine Idee hat. Mir ist egal, wie sie in der Vergangenheit getrieben haben und welche Praktiken sie anwenden, solange sie Charles den Garaus machen. Die meisten Leute hier unterstützen diese Idee, doch einige Verrückte wollen, dass wir ihn in Ruhe lassen. Diesen verdammten Warren. Ich nehme mir alle Latten am Zaun. Ja, da bin ich dabei. Da bin ich einfach dabei. So, ich hab's bei Schauland gesehen. Das ist echt etwas gruselig. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Ja, Schauland mag ich auch tatsächlich sehr. Irgendwie sehr angenehmer, sehr ruhiger Typ irgendwie. Und der macht's auch völlig unaufgeregt. Irgendwie. Der spielt die Dinge einfach durch. So, die Erschrecker sind bei ihm halt auch sehr, sehr, sehr übersichtlich. Okay, ich verstehe immer nicht so bei irgendwelchen Jumpscares, wie die Leute einfach so... Oh, huch. Aber das war ja was. Ja, ich kann hier gleich danach einen Schlüpper wechseln irgendwie, weil... Und die anderen machen das alle ganz easy. So, okay. Ja, da würde ich sagen, wir können doch mal einmal... Machen wir nochmal Panzerung, wa? Wollen wir mal immer Schaden nehmen? Ich mach mal eben auf Schaden. Hast einen Schrott verheißen. Was? Echt? Na, ich geh mal raus. Da, ich geh mal raus. So, wo könnte er sein? Hurra! Mission abgeschlossen. Jetzt kannst du mit deinen Ressourcen zum Zug zurückkehren und einige Upgrades vornehmen. Interagiere mit den Blaupausen in der Kabine, um ein Upgrade-Menü zu öffnen. Alles klar. Müssen wir jetzt hier nochmal zu Warren zurück? Um uns vielleicht zu bedanken? Oder kriegen wir noch was? Der alte Gierschlund hier. So, danke für den Schrott. Krieg jetzt noch was, weil ich den Schrott für dich gesammelt habe? Ich würde es nochmal kurz probieren. Zahnrad. Na, Warren? Alte Knethütte. Nichts ist. Oh, hier können wir interagieren. Machen wir auf das Ding. Nur so, ich würde gerne mal telefonieren. Okay. So, weiter geht's. So, schau, ihr schreckt sich mehr nach innen. Ja, genau. Sehr implodiert mehr. Kann ich gar nicht, weil nur in. Ist nur ein Schrott, kann ja nicht Panzerung machen. Aber beim nächsten Mal. Das nächste Mal wird Panzerung. Gut, wir zoomen mal raus. Und, hier ist nochmal ein unbekannter NSC. Was heißt denn NSC? Non-spielbarer, nicht spielbarer Charakter oder was? Die deutsche Variante von NPC? Ich würde mal sagen, wie immer da. Wir sind ja eh schon auf dem Gleis. Also bei der Karte rastet mein Rechner irgendwie aus. Irgendwie. Da klingt die Grafikkarte so, als wenn du Nüsse irgendwie malen würdest. Gruselig. So. Na denn. Ich bin auch gespannt, wann diese beknackte Bahn plötzlich angeschossen kommt. Sollte ich mich die ganze Zeit hier vielleicht eher am MG befinden? Oh, was war denn da? Was war denn da? Moment. Nein. Hopp. Lass mich raus.
Stopp, 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 stopp. Und wieder zurück. Was ist denn das für eine schöne kleine Totemfigur hier vorne? Die gefällt mir. Oh, oh. Ja! Schön! So, warte mal. Ich hab doch hier gerade irgendwie irgendwas gesehen. Oder ist das jetzt die... Moment mal. Ach, ich bin doch scheiße. Das ist die blöde Hütte. Okay, weiter geht's. Schade eigentlich. Ah, eine wunderbare Zugfahrt. Schön, schön, schön. Das ist immer was Feines. Großartig. So. Das sieht aber auch wirklich unheimlich aus. Ah, da vorne ist, was ist das? Ach, hier ist der Weg. Okay. Aber perfekt gehalten, Freunde. Perfekt gehalten. 71 Meter. Oh nein. Kommt er? Kommt er? Kommt er? Wo ist er? Wo ist er? Müssen wir speichern? Hat das Ding vernünftige Checkpoints? Muss ich mich in Bewegung befinden, wenn er kommt? Da schießt er sich fast selbst ins Bein. Ja, ja. Theo, wir fahren nach Lodge. So ein toller Song. Okay. Ich würde mal sagen, das signalisiert uns wahrscheinlich, dass Monsieur Charles irgendwie anschissen kommt. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Was heißt hoffe ich? Aber schätze ich mal. So, ach, Jimini. Was ist denn, du willst tanzen? Hallo. I need my pickles! Die Gurkenlady. Wofür brauchst du eine Gurke? Hm? Jar of pickles locked away inside my pickle cave. Ah, tut mir leid. Also da fällt es mir wirklich schwer, ernst zu bleiben. I would have gotten them hours ago, but I lost my pickle cave. Du hast deinen Gurkenschlüssel verloren. Na klar, hast du deinen Gurkenschlüssel verloren. Someone else on the island might have some lock pickles. I mean, lock picks. And if you can bring me my special jar of pickles, I'll give you all the Ach, du verrückte. So, kann leider wahrscheinlich nicht einfach in dein Haus gehen, du verrückte Gurkenlady. Oh, doch, kann ich. Nimm mir einfach deinen komischen Schrott. Aber wahrscheinlich hat sie noch woanders Schrott. Oh, die Gurkenschlüssel ist bestimmt grün. Ja, ich würde wahrscheinlich auch sagen, so eine dicke Gurke. So, ich liebe Gurken. Gurken sind Liebe, Gurken sind Leben. Ich liebe Gurken. Sie verleihen mein Glücksgefühl. Gurken, Gurken, Gurken. Ihr zeichnet Gurken. Das ist einfach. Was soll man denn dazu noch sagen? So, hier ist wahrscheinlich entweder Schrott drin oder ich tippe eher auf Gurken. Gut. Komm, lass uns doch mal einen Charakter machen, der nur Gurken haben will. Okay. Die Gurkenmission. Optional. Hol die Gurken aus der Gurken. Was ist das für Scheiße? Ah, komm, das ist schon so geil. Lass uns doch die Gurken aus der Gurkenhöhle holen. Ah, großartig. Das ist doch großartig. Ah, komm, ich zeig dir eine schöne Gurke. Ja, genau. Also, Ina sagt's, alle haben's gedacht. Machen wir uns nicht vor. Ah, guck mal, hier ist noch ein bisschen Charott. Was ist denn jetzt eigentlich... während ich jetzt hier auf Gurkenmission bin, werde ich wahrscheinlich von Charles auch erwischt werden können, oder? Oder werde ich nur von Charles angegriffen, wenn ich im Zug bin? Das würde mich mal interessieren, weil ich glaube nicht, dass ich mich so irgendwie wehren kann. Was höre ich hier? Irgendwas fiebt hier? Cool, man hat halt wirklich so das Gefühl, ey, hier ist wahnsinnig viel zu finden irgendwie, weil es halt echt schön groß wirkt. Kann natürlich alles bloß nur so eine tote Area sein irgendwie, dass man halt einfach nur gewisse Punkte abläuft. Oh, kann ich Farbe nehmen?
Ja, verwenden Sie ihn zum Farbe, um Farbe zu ändern. Cool. Hallo, Goken. Okay, ein bisschen Schrott. Noch ein bisschen Schrott. Lass mich raten. Nein, warum kann ich denn nicht aufmachen? Gurken! Gurken, Gurk, Gurk, Gürkchen. Gezeichnet Gurken. Ach, finde ich schön. Hätte ich jetzt irgendwie irgendeinen Dietrich mitnehmen sollen oder was? Oder was ist hier der Plan? Ich habe keine Ahnung, wo jetzt hier ein Gurkenschlüssel sein soll. Tja, muss ich jetzt nochmal zurückrennen oder was? Mist. Gürkchen. Das ist aber so großartig. So, ich würde mal jetzt kurz hier auf den Berg mal hochgehen. Wo das unheimliche Gefiepe herkommt. Vielleicht Kojoten oder Gurken. Prickerick. So, ich hoffe wirklich, ich werde jetzt hier nicht von Gurken Charles angegriffen. So, jetzt schauen wir nochmal. Ah! So, aber. Wie ein junges Fohlen sind wir auf unseren Knöcheln aufgekommen hier. So. So, Mäuschen. Was ist jetzt hier nochmal hier mit dem geknackten Schlüssel? Ach, mit dem kann man ja nicht mehr quatschen. Schön. Das ist auch schön. So, haben wir hier irgendwo einen Schlüssel? Ne. Hier ist Gras. Doppelstockbett. Hm. Okay, habe ich irgendwas übersehen? Ist euch irgendwas aufgefallen, Leute? Rotary, Rotary. Ist hier irgendwo dieser beknackte Schlüssel zu finden? Wie? Wo? Wo? Wo ist er? Wo ist er? Wie ist er? Oh je. Oh je. Ja, da ist er! Nein, 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 nein! Geh weg! Hau ab! Hau ab! Ach du meine Nase! Ich mich jetzt hier mal schnell ins Bett. Ja, schön, die Gurkenlady hat sich irgendwas verpisst. Oh. Mal wenigstens warten, bis meine Gesundheit ein bisschen wieder hochgeht. Fühlt sie sich wieder Scheiße. Fühlt sie sich wieder komplett auf, eigentlich? Sieht so aus erstmal, ne? Alter, ist das ein ekelhaftes Vieh, ey. Da liegt der Zettel auf dem Tisch. Ja, pass auf. Der ist nicht so aussagekräftig. Gurke sind Liebe, Gurken sind Leben, ich liebe Gurken, sie verleihen mir Glücksgefühle, Gurken, 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 Gurken. Leider macht uns das nicht schlauer irgendwie. Tja, ich weiß nicht, meinst du, ich schaffe es bis zum Zug? Der Impuls sagt mir eigentlich, erstmal warten, bis das Vieh weg ist. So wie jetzt. Oh, da hinten ist er. Verhältnisse, gruselig. Verpissung, Verpissung, Verpissung. So. Oh, und? Yeah, ist lila. Nice. Schön. So, da können wir nochmal sagen, Panzerung und Schaden. Wie viel haben wir noch? Ein Schrott, ne? Den heben wir uns nochmal für Reparatur auf, würde ich sagen. Violette MG. Ja, zur Not würde ich sagen, fahren wir erstmal weiter. Wups, die Wups. So, hier vielleicht am Meer oder am See? Nö, ist ein Meer. Probieren wir mal hier. Geht zum Gurkenfeld. Hier gibt's ein Gurkenfeld? Das war für Vater. Achso. Ist das jetzt ein Scherz oder gibt's hier wirklich ein Gurkenfeld? Na egal. Okay, ich würde erstmal weiter düsen, irgendwie, falls ihr noch irgendwann ein paar schnittige Vorschläge habt, ich bin für alles offen. Runaway train never come back. Ich glaube, wir hatten jetzt schon mal in irgendeinem Let's Play Songs mit Zügen. Ist ja nicht mal so leicht. Vielleicht doch immer so train. So, da vorne ist nochmal eine Weiche. Wir werden uns mal smooth, werden wir uns mal da ran bewegen. Stopp, 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 stopp. So, weil wir wollen nämlich
hier hin. Sehr gut. Und Ali hat, denke, das ist es. Oh, warte mal, hier. Hier, warte mal, wir sind ja schon da. Oder? Ein bisschen können wir noch. Hier vorne ist noch so eine Art, sitzt jemand? Nee. Das sah tatsächlich gerade aus, als wenn da jemand sitzt. Schwupps. So, und dann schauen wir nochmal hier rein. Wenn hier wieder Gurken steht. Rastig aus. Das Entladen aller Vorräte hat uns die Augen geöffnet. Wir arbeiten Tag ein, Tag aus hier am Hafen und haben die Aufgabe, das Boot zu entladen, die Vorräte den Hügel hinauf zu den Gleisen zu transportieren, wo Theodor und Eddie sie an verschiedene Orte liefern, an denen wir Bergbau betreiben werden. Die schieren Kosten der gesamten Infrastruktur sind überwältigend. Bei all dem Erfolg und dem, mit diesem Unternehmen bin ich überrascht, dass Warren solch ein Risiko eingeht. Ja, okay. Schön, hat uns jetzt nicht so viel tatsächlich gesagt, außer dass er viel von einer B-Kachel. Von unten. So, hier, was haben wir hier? Ein kleiner Müllnier liegt hier. So, fährt Chuchu auch? Ja. Ja, er fährt auch rückwärts. No, 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 no. No. Und ursprünglich hatte ich eigentlich mal gedacht, dass man das so als Multiplayer spielen kann. Ah, nein, er kommt von vorne! Er kommt von vorne! Hau ab! Das ist doch scheiße! Stirb! Zug! Stirb! Oh shit! Oh shit! Ja, das habe ich jetzt nicht durchdacht. Das ist blöd. Oh nein, er hat uns getötet. Entgleist. Minus ein Schrott. Oh, okay, alles klar. Einmal sterben kostet uns einmal Schrott. Spiel später automatisch. Spiel jedes Mal dort weiter. Ja, das ist natürlich blöd. Wenn er von vorne kommt, dann ist wirklich schlecht irgendwie. Da hat er uns einfach weggematscht. Okay, gut. Wir gehen mal jetzt hier runter. So, einmal Schrott nochmal gefunden. Können wir also wieder einmal sterben. Hurra. Uiuiui. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Überall liegt Schrott. Ups, verdammt. Dein Rohr ist heiß. Jupp. Ja, das ist, weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll, Vater. Das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. So, wenn ich jetzt den Gurkenschlüssel finden würde, also das wäre ja... wäre ja legendär, quasi. Schrott? Schrott? Das entgehen, meinte ich. Schon klar. Schon klar! Und noch ein wenig Schrott. Ahoi, Seemann! Ach, hey, wie siehst du denn aus? My goodness, the others actually convinced someone to come help us. Ja. I'm so glad you came, but I simply cannot stay any longer. This island is too much for my nerves to handle. Kommt jetzt hier ein Boot oder was? I've brought all my belongings here, so I can leave immediately when a boat arrives. Although now that I think about it, I did forget my journal at home. Could you bring it to me? Er hat seine Tagebücher zu Hause vergessen. Na klar. Wenn ich jetzt über die halbe Insel backern muss, deswegen gib's ein paar von Arsch. I'll give you all the scrap metal I have. Just please bring the journal next time you're here. Das werde ich jetzt auch mal so real life probieren, ne? Wenn man irgendeiner mal auf der Straße sieht und einfach sagen, ey, du kannst mal für mich einkaufen und du kriegst all meinen Schrott. Okay, was passiert? So, und? Okay, naja, es geht eigentlich noch, was? Eigentlich geht's noch. Süßchen, Popöchen. Schauen wir mal, ob hier vorne noch ein bisschen. Ja, hier liegt noch eine Menge Schrott rum. Finde ich ja gut. Ich hoffe, ich muss jetzt den Zug nicht erstmal komplett reparieren. Das wäre natürlich bitter. Ob wir schwimmen können? Bestimmt nicht, wa? So, nochmal kurz hier einen Blick ins Haus geworfen. Komm nicht rein. Wo ist die Tür? Hier ist die Tür. Guten Tag!
So, ich bete immer noch, dass jemand aus der ersten Evakuierungsgruppe ein Boot zurückschickt. Doch die anderen denken wahrscheinlich, dass George Versorgungsboot noch Menschen evakuiert. Sie sind sicher im Festland angekommen, fühlen sich jedoch nicht verpflichtet, allen anderen zu retten. Niemand erwartet, dass Charles das Boot sinken könnte? Was? Dass Charles das Boot sinken könnte? Aber trotzdem, bei dem Gedanken, dass ich den Ort schon längst hätte verlassen können, wird mir übel. Ja, glaube ich gern. Ist aber auch echt fies irgendwie, dass die Leute, irgendwie, die schon weg sind, noch nicht mal Hilfe schicken irgendwie. Also das ist bitter. Also uns jetzt hier als Archivar hinterher zu schicken. Ja, tatsächlich bei Penny passiert. Der Typ hat Hausverbot. Wie? Was? Er ist da reingegangen, hat gesagt, hier, ich nehme jetzt alles mit und hier hast du meinen Schrott oder was? Das ist ja geil. Das ist ja mal legendär. So, eine Menge Hämmer. Okay, na dann würde ich sagen, wir düsen mal sein Tagebuch holen. So, geil, holst du mein Tagebuch bitte? Lass mal dein scheiß Tagebuch alleine holen. Du Penner. Spinne. Aber ich bleibe dabei, das Spiel fällt mir gut. Bis jetzt wirkt Choo-Choo Charles noch etwas übermächtig. Und, ich weiß noch nicht tatsächlich, wie wir ihn bei der nächsten Begegnung irgendwie effektiv bekämpfen wollen. Alter. Und der Zug ist komplett am Arsch. Das ist natürlich scheiße. Ah, da geht der ganze Schrott drauf. Das ist bitter. Das ist bitter. Alan, keep on rolling, baby. You know what time it is. Achso, Moment. Okay, warte mal, die Weichen stehen günstig. Ja, das sieht gut aus. Und tatsächlich ist ja, wenn wir rechts fahren, anscheinend ein Waffencharakter irgendwie, wo wir eine Waffenmission machen können. Klingt jetzt auch erstmal ein bisschen verlockend. Wo man sagt so, hey, kriegen wir vielleicht ein cooles Upgrade oder irgendwas? Oder einmal eine hippe Farbe für den Zug? Das wäre auch was Feines. 230 Meter noch. Hm. Er kann überall stecken. So, was haben wir denn da? Als nächstes mal volle Fahrt voraus, wenn Charles kommt. Das könnte man mal probieren. Also letztendlich muss ich ihn versuchen hinter mir zu lassen, weil ansonsten... Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich tatsächlich meinen Zug zerschossen habe oder ob er ihn zerstört hat. Oder wir beide. In den vergangenen 7 Tagen haben sich auf den nahegelegenen Rollfeld seltsame Dinge ereignet. Ja, von einer Woche ging ich wie so oft dorthin, um meinen Kopf frei zu bekommen und fand eine merkwürdige Zeichnung, die an einen Laternenpfahl befestigt war. Ich nahm die Seite mit und verbrannte sie, denn nur so vernichtet man übersinnliches Papier, richtig? Am nächsten Abend fand ich 2 weitere Zeichnungen, verbrannte sie ebenfalls. Letzte Nacht fand ich 7 Zeichnungen. Ist das hier Slenderman 8 Pages? Die von entsetzlichen, grässlichen Geräuschen begleitet wurden. Ich habe Angst, dorthin zurückzukehren und vermute, dass der Ort heimgesucht wird. Vielleicht von unseren vermissten Besatzungsmitgliedern? Vielleicht auch von etwas anderem. Okay. Hey! Hallo? Bist du die Kürbis-Lady? Say, you're the monster hunter. Sascha. Ja? I must know. Eigentlich ein Tagebuch. Do you have any experience with ghosts? Nur bedingt. Someone or something has been pinning exactly 16 drawings to lampposts in the boulder field every night. Lass mich raten. I always collect and burn them, but as I was looking for them last night, I began hearing strange noises and seeing strange things. Also ich muss mir jetzt, ich werde jetzt hier gleich eine komischen Lappen einsammeln, aber ich muss mich jetzt erstmal um die Tagebücher kümmern. Na sag mal. So, geht gleich los. Ich würde nur mal schnell hier erstmal schnell die Tagebücher holen. Lalalala. Okay. Bin ja ziemlich busy in dem Game. Ja, bist ja ziemlich busy. Absolut. Was ist denn das hier für ein komischer Schrein? Es ist immer so, ne? In solchen Games musst du natürlich erstmal allen irgendwie den Arsch pudern. Aber irgendwie ist es doch cool gemacht, muss ich sagen. Also ist jetzt... Hallo? Wo sind denn seine Tagebücher?
Und wieso haben die alle irgendwie Dynamit hier am Start? Ah. Sprach er von einem Tagebuch? Mit Herzchen drauf. Kehre zu Santiago zurück, um deine Mission abzuschließen. Na, das machen wir doch gleich. Wo zum Lachs ist denn mein Zug? Da ist mein Zug. Oder wollen wir erstmal ins Geröllfeld? Irgendwie, wenn wir jetzt schon bei Sascha sind. Ich bin so unschlüssig. Wo wäre das denn? Sag mal. Oh, okay. Seiten aus dem Geröllfeld. Oh, das sieht mir eher nach ein bisschen Labyrinth aus. Okay, nee, dann fahren wir erstmal zu ihm zurück. Und dann machen wir das danach. So, jetzt bin ich ganz gespannt, was du jetzt hier für deine Tagebücher springen lässt. Yeah! Und? Gibst du mir 3 Schrott, gibst Backpfeife. Zieht dir am Bart. For your own good, that you didn't peek inside. But, here are those scraps I promised. Und? Wie viel? Oh, okay. Ja, der war großzügig. Alles klar, Santiago. Dann wird man nicht so sein, irgendwie. Tschüssikowski, schöne Reise. Viel Spaß beim Lesen. 47, das ist doch mal amtlich. Josef, der Zerstörerzug. Genau. Oh. Chillige Musik, wenn man die Mission beendet hat. Auch schön. Oh, die Densha auf Japanisch. Ah, dann klingt es gleich wieder ein bisschen fieser irgendwie. Oh nein, es ist nicht einfach nur ein Zug, den muss sein. Oh, die Densha. Jetzt kommt bestimmt Charles. Jojo, du weißt schon, wie das ist, ne? Wenn Benny nicht da ist, irgendwie seid ihr für die Motivation meinerseits zuständig irgendwie. Und ihr müsst mir zureden irgendwie. Ansonsten komme ich da aus diesem Kabuff nicht mehr raus. Wenn das heißt, nö, jetzt kommt gleich Charles und wird uns alle töten. So, okay. Tatsächlich, wenn wir das fertig gemacht haben, würde ich gerne mal diesen Abstecher machen. Die Waffenmission. Weil ich denke, da werden wir wahrscheinlich irgendwo mit dem Zug rumballern müssen. Mein Vater, hör auf! Lass das! Dankeschön. Da werden wir bestimmt irgendwie ein bisschen rumballern müssen. Und hier sind sogar 3 NPCs, ne? Schauen wir uns mal an. So, na denn, auf geht's. Keine Angst, Charles hat Verspätung. Ja, genau. Ist ja von der Deutschen Bahn. So, könnte man vielleicht einfach mal sagen: Stop! In the name of love! Und wir laufen einfach mal rüber. So, das Blöde ist natürlich, wenn ich jetzt hier im Geröllfeld bin. Ach du Schande, Alter. Dass ich hier anscheinend so ja nicht mal so ohne weiteren runterkomme. A. Und dann B, dass ich natürlich die ganze Zeit im Freien bin. Beides macht mich jetzt nicht glücklich. So, ich glibber mal hier so ganz smooth runter. Das ist im Kopf zuerst. So, na denn. Aha. Und schon wird das wirklich hier so ein. Warum? Nein, jetzt echt, jagt er mich? Nein. Lass mich bitte in Ruhe. Nein, greif doch die Seite. Nimm sie dir doch bitte. Warum nimmst du sie nicht? Es ist doch nur eine Seite Papier. Oh je, und ich weiß schon nicht mehr jetzt wohin. Und ich muss noch 5 Seiten finden. Oh Gott, was für ein Horror. Der Kontrolleur. Schön. Die Fahrkarten! Gib mir die Fahrkarten. Oder ich zerre dich mit in die Hölle. So, Hälfte haben wir. Yeah.
Grusel, Horror, Horror. Gaza, Gaza. Was? Wo denn? Bitte wie? Bitte wie? Nein, hat er mir jetzt alle abgenommen? Er hat mich irgendwo rausgeschmissen? Nee, ich hab alle noch. Okay. Das ist ja so interessant. Schmeißt er dich irgendwo raus? Das ist witzig. Da vorne kommt er nicht. Aber hier sieht's so aus, als sind da mehrere oder ist da bloß einer? Ah, ich würde gerne so ein bisschen souveräner reagieren dürfen. Nein! So, eins noch. Unos. Nein, ist ja Quatsch, warum sie, wieso denn hier lang durften? Ja, hier war ich doch schon. Nein. So, und hier vorne hat er mich gekriegt. Also die Frage ist hier noch irgendwo ein Zettelchen. Hängt ja bloß an irgendwelchen Laternen, die leuchten? Das ist ja auch blöd. Klingt so ein bisschen, als hätten sie das in der Achterbahn aufgenommen. Oh, boom, auf immer alles weg. Krass. Na? Grüß dich. Alter, das ist aber auch wirklich. Das ist ja ein schöner Frill. Muss ich sagen. Essen ist fertig. Komm weiter. Komm wieder. I'll be back. I hope so. Lass mich hier nicht alleine. Oder lass uns hier nicht alleine in 257. Okay, ich würde nochmal dahin zurücklaufen, wo wir jetzt quasi gestartet sind, in der Hoffnung, dass wir vielleicht da. Warte mal, ist da hinten ist noch so eine leuchtende Laterne. Vielleicht, maybe. Vielleicht finden wir da noch so einen Zettel. Nee. No, bitte nicht. Nein. Nein. Lass mich doch in Ruhe. Oh Gott. So, gucken wir mal hier hinten. Eventuell. Da ist sie, da ist sie. Nicht. Und wir haben sie. Kehre zu Sascha zurück, um deine Mission abzuschließen. Und jetzt ist Stille oder was? Das ist ja geil. So, na denn, auf zu Sascha. So, Sascha. Was hast du für uns? Thanks for bringing me those papers. Here are some scraps for your help. Und wir haben. Naja, schön. Wir kommen hier immer noch nicht rein. Schade eigentlich. Hier ist noch ein bisschen Scrap. Schön, dann mal ab zurück zum Zug. So, und tatsächlich können wir jetzt schon mal ein bisschen pimpen wieder. Ihr Lieben. Tempo. Tempo bin ich tatsächlich immer noch so ein bisschen, wo ich sage, so. Panzerung. Na komm. Das sieht doch schon erstmal nicht schlecht aus. Flöten forever. Flöten forever. Da hat man sich auch immer total zum Abheben gemacht irgendwie. Na komm, wir machen mal eh mal Tempo. Man hat total zur Wurst gemacht, wenn man in der Kneipe so ein La Flü bitte. Ich geb dir gleich La Flü. So. Okay. Gut, also wir müssen zurück, die Weiche umstellen und dann geht es nach hier. Schabadup. Ich find's immer noch verhältnismäßig ruhig, ehrlich gesagt. Weiß nicht, ob. Ich finde das irritierend. So, weil ich es gestellt. Diese lila Lok, ey. Also. Ja, sehr maskuline Farbe. Ne?
Ich weiß auch gar nicht, ob man jetzt hier wirklich alle Nebenmissionen machen muss oder ob man jetzt einfach irgendwo einen gewissen Storystrang folgen muss. Oh, warte mal. Stop it. Oh, wir fahren weiter. Das ist ja auch geil. Schön. Das ist ja cool. Was war denn da? Ich glaube, da sollten wir nachher nochmal rinschauen hier. Das hier könnte was vielversprechendes sein. Egal. Da schon mal weiter. Nächstes Ziel, Van Alkel. Meter. Okay. Sieht gut aus. Das ist eine schöne fette Kiste, die machen wir erstmal auf. Ein bisschen Schrott drin. Also das ist natürlich sehr lukrativ, irgendwie hier diese Aufträge zu machen, weil man ja echt eine Menge Schrott kriegt. Das ist ja wirklich geil. Was ich mich allerdings noch frage, wenn du stirbst, ob wir den Schrott prozentual abgezogen bekommen oder ob es jetzt immer bloß ein Schrott ist. Hat die Lok eine Totmannschaltung? Ja, glaube nicht. Also ja, hat sie. Wenn du aussteigst, geht's aus. Alter. Hallo. Du hast ja den richtig geilen Stuff. Paul asked me to design a new weapon to help you hunt Charles. And using my extensive demolitions experience, I made this rocket launcher. Ja, und her damit. I've been wanting to see Warren's empire crumble for a long time. So building this puppy was a hell of an opportunity. Now that you're here, I need a few minutes to remove some safety features. Schlonzen, los! While I'm working on that, why don't you bring that box of rocket ammunition back here from inside the bunker down the rail? Das war bestimmt das Ding, was wir gerade gesehen haben. Folge einfach den Schienen. So, schön. Ich gehe mal kurz nach oben. Ich frage mich, ob Warren uns und unseren Familien in diesen Drecksloch gelockt hat, damit wir für immer hier bleiben. Oder um Informationen über seine Geschäftspraktiken vom Festland fernzuhalten. Wie auch immer, ich will den Hals dieses Mannes in einer Schlinge sehen. Paul hat mich gebeten, eine neue Waffe für den Monsterjäger zu entwerfen, den Eugene schickt. Und da du weißt, wie gut ich mich mit Sprengstoff auskenne, kannst du davon ausgehen, dass ich den zerstörerischsten Raketenwerfer überhaupt gebaut habe. Warren, du hast keine Chance. Yeah. Was hat denn jetzt, wenn man jetzt doof fragen, das ist mir jetzt gerade ein bisschen entgangen, was hat denn dieser Warren damit zu tun? War Warren jetzt hier quasi so ein bisschen so das Oberhaupt irgendwie und ist mehr oder weniger dafür verantwortlich, dass jetzt Charles am Start ist? Oder warum sind alle gegen Warren? Du hast aber viele Brüder. Ach komm. Wieso? Bloß weil er einen Bart hat? Millie, bitte dich. So, hier vorne haben wir noch jemanden. Oder eigentlich könnte ich ja hier bloß mal zu. Ich sammle hier einfach mal den Schrott ein. Und im Anschluss würde ich mich erstmal auf den Weg in den Bunker machen. Um besagten... Scheiße. Ja, kleiner buckliger Jaucher. Ich bleib mal erstmal kurz hier. Oh je. Geht. Was willst du... Finde ich nicht gut, was ihr hier gerade vor mir tut. Nein, mischte das nicht. Lass mich in Ruhe. Du Schwein. Lass mich. Nein. Mischte jetzt hier nicht dein großer Löffel sein. Okay, das ist definitiv hier. Okay, ja. Käse, er hat mich gesehen. Ah, Madman Warren hieß es vorhin. Ja, aber ist er jetzt tatsächlich für die Gesamtsituation auf dieser Insel so verantwortlich? Macht eigentlich diese Mistvieh mein Zug auch kaputt? Er kann mich auch nicht ducken oder so. Okay, gut, er ist wieder gechillt.
Mann, Alter, die sehen auch alle aus, als hätten sie mit ihrem Gesicht ein Lagerfeuer ausgemacht, Alter. Kickt ihn. Okay, er kommt wieder. Muss wirklich mal warten, bis sich das erstmal ein bisschen entspannt hier. Wäre auch natürlich cool, wenn ich den Raketenwerfer quasi nicht am Zug montiere, sondern dass ich den als mobile Waffe habe. Ist mir egal. Du kannst jetzt hier rumeiern, wie du willst. Fuddy ist safe. Oh, das ist ein buckliger Typ, Alter. So, bleib einfach kurz in der Ecke stehen, in der Hoffnung irgendwie, dass sich Charles jetzt noch weiter verkrümelt irgendwie und der halt nicht nochmal wiederkommt. So, dann wechseln wir kurz auf die Karte und er sagt, oh nee, doch hier, schau mal an. Bombensicherer Bunker, Waffe. Finde einen Weg in den nahegelegenen Bunker und schnapp dir die Kiste mit den Raketen. Das ist doch nichts leichter als das. Nicht. Okay, das würde ich natürlich mit dem Zug machen. Und go, los! Auf geht's. So, ich hoffe natürlich, dass hier dieser dämliche Dämon hier nicht mehr am Start ist. Okay. Okay. Ali Hep. Oh, weiß ich nicht. Echt jetzt? Sieht komisch aus. Okay, wir haben Dynamit gefunden. Aber könnt auch wetten, wenn wir das zünden, haben wir sofort Besuch. Okay. Badaboom. Hallo. Oh Gott, Alter, voll Blut hier, Alter. Was ist denn hier los? Oh nein, ich brauche noch so ein Ding. Scheibenkleister, ich brauche noch so eine Ladung. Schauen wir mal hier vorne. Ist auch nochmal so eine Art Bunker, glaube ich. Nein. Ach nee. Da steht der Strauß Blumen da drin. Schön. Okay, ich brauche noch eine Ladung. Wo kriegt er die jetzt her, bitte? Vielleicht nochmal hier kurz in die Loren reinschauen. Das Doofe ist, hier sind ja über diese Pakete mit... Oh, ach so. Ah, okay, wir machen das so. Alles klar. Oder so. Schön. Diese Pakete hier mit Explosivinhalt irgendwie. Schade, dass man die nicht irgendwie öffnen kann oder was. Oder vielleicht können wir sie nachher noch öffnen. So, Raketenwerfer, Missionstest. Fehlerhaft 3. 13 Sekunden Flug. Erfolg. Schön. Und wir haben unser Blumenbouquet. Na dann. Lass uns doch mal einen schönen Raketenwerfer abholen. Hey. Guten Tag. Hey, halt an! So, mein Gutster. The launcher is in complete working order, so I'll let you take it from here. Dankeschön. Oh, and take good care of it. After you're done, I have a few people to visit with it, if you catch my drift. Okay. Oh, ein paar Leute besuchen. Dim, dim, dim. Rechner ab. So, wir könnten damit ein paar Leute besuchen. Which ones, please? Ist noch die Gurkenmission? Okay. So, das haben wir. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zum Bucklieren hier. Und ich würde auch natürlich sehr gerne erstmal gucken, wo ist denn unser wunderschöner Raketenwerfer? Ist der jetzt am Zug dran? Ich glaube, der ist am Zug dran, ne? Oh, schade. Doch keine mobile Waffe. Na gut, wir fahren mal ein bisschen vor mit dem Zug. Schnibidibib. Ne. Müssen wir das upgraden oder irgendwas? Ne. Ne. Jetzt mal immer nochmal auf Panzerung. Jetzt mal Butter bei der Fische. Wo ist. Liegt der da noch? Muss ich den Uff nehmen? Den ja in die Uff genommen?
Nee, doch, ich hab ihn aufgenommen. Er liegt nicht mehr da. Aber im Inventar haben wir ihn nicht. Ihr seht mich etwas verwirrt. Wir haben jetzt hier, oder komm, holt ja die Waffe erst raus, sobald ihr Fahrer da ist. Kann ja auch sein. Aber wo zur Hölle ist der Raketenwerfer? So, in die Circus. Was ist los? I'm sure Eugene told you all about me, so I need not introduce myself. Ja. Name's Greg, by the way. Hey, Greg. In case you haven't heard already, Warren, the mine boss, is keeping 3 monster eggs locked away. Okay. We're unsure why he wants to protect the eggs. If they hatch, they would surely turn into monstrous creatures like Charles. Oh, scheiße. Das ist nicht so gut. To prevent this, we need you to steal all 3 and use them to bait Charles so we can destroy him. Ja, das sieht mir sehr schon nach Endmission hier gerade aus, irgendwie. One of the eggs is in the north mine. Here's the key to the entrance. Aha, vielen Dank dafür. Aber ich möchte jetzt tatsächlich eins dieser Eier ja nicht haben irgendwie, weil ansonsten habe ich den jetzt ja nur noch irgendwie am Latz. Okay, das ist die Nordmine. Ich würde mal hier hoch zur optionalen Mission. Auf zum Leuchtturm. Habe ich jetzt Punkte setzen? Die haben wir natürlich nicht. So, zack. Könnten wir bitte in der Zwischenzeit nochmal verifizieren, wo der Raketenwerfer hin ist? Das macht mir tatsächlich Sorgen. Gott, alles freit Feld hier. Jetzt weiß ich auch, warum er hier ohne Pause rennen kann. Alles Weitere wäre echt übel. Ausrat irgendwie, kannst du hier nicht irgendwie eine Waffe wechseln oder irgendwas? Das ist komisch. Oh, was ist das? Kleine Vögel. So, oh, was ist das? Was ist das denn? Oh nein, lass mich raten. Du musst ein paar Sicherungen finden. Hundertprozentig. Oh, Strand, schön. Da fällt mir ein, irgendwie, es wäre mal echt wieder geil, wirklich, wenn es warm wird und Strand. So Bock drauf. So, mein Freund. Küstenwache. Tag 68. Bitte bring Paul eine Kopie. Ich ging nach draußen, um den Leuchtturm routinemäßig zu überprüfen. Als ich um die Ecke ging, sah ich diese Bestie, Charles. Er entdeckte mich und stürmte direkt den Hügel hinauf in meine Richtung. Dieser Spinnzug ist ein abscheuliches Monster. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Warren will, dass wir auf Araenerum, ich muss mal wirklich mal... Ananairum, okay, bleiben, anstatt vor der Beste zu flüchten. Warren ist verrückt, wenn er denkt, er könnte mit dieser Situation allein fertig werden. Jedenfalls überfuhr mich Charles und trampelte auf meinem Bein herum. Ich kann an dem vorstehenden Treffen nicht teilnehmen und habe Greg gebeten, eine Kopie deiner Notizen mitzubringen. Claire. Okay, hätte man vielleicht jetzt doch nicht so knarrig lesen müssen. Ach, Claire. Ach, du meine Nase. We haven't met, but übel I've aus. Heard lots about you coming to help us. Ja. I have a favor to ask. The breakers on the side of the lighthouse need replacing. Ach, das kam jetzt unerwartet. I was recently attacked by Charles, so I'm unable to do it myself. Ah, sehe ich. The breakers are in the nearby supply shed. If you go get them and repair the lighthouse, I can try signaling passing ships to come help us. Du, das reinzufliegen kann ich machen. Once you finish, I have some spare scraps to give you. Ein wenig Schrott? Moment, Claire, nur wenig Schrott? Da müssen wir nochmal drüber reden. Okay. Und hier einmal hin, bitte. Ich finde das Gimmick mit der Karte, das ist cool gemacht. Das gefällt mir wirklich richtig gut. So, hoffentlich erwartet mich jetzt nicht der gleiche Schicksal wie Claire und plötzlich kommt hier... Müsse Charles. So, Sicherung. Sieht aus wie so eine Geisterfalle von Ghostbusters, das Ding. Haben wir alles. Irgendwie hab ich da ein ganz mieses Gefühl. Hättest du denn die Tagebücher im Inventar?
Ach so, du meinst, Melly, du meinst also, dass der Raketenwerfer tatsächlich bloß ein Item ist irgendwie, also dass es da keine Waffe für uns ist? Sondern, dass wir den irgendwo abgeben? Ich möchte den nicht abgeben. Ich möchte den selbst benutzen. Mann. Schade. Ich dachte, ich kann damit rumschlunzen. So. Achso. Aber instant, Freunde. Komm mal rein. Fixing the lighthouse will definitely increase our chances of being spotted. Ja. Here are those scraps I promised. Show me. Na ja, geht ja. Und wir haben... Die Schlüssel sind schon der Hammer. Die Schlüssel sind schon wirklich der Hammer. So. Yep. Ja, ja, wahrscheinlich, du wirst recht haben, Melly. Ich denke, du wirst recht haben. Schön, aber damit haben wir hier oben erstmal alle Missionen gemacht. Das ist schon ziemlich cool. Die Gurkenlady fuchst mich tatsächlich noch ein bisschen. Das ist, ärgert mich ein wenig. Also ich würde mal vorschlagen, dass wir vielleicht erstmal... Wir haben hier auch noch... Hier ist auch noch so ein Objekt, irgendwie. Das sieht so... Eine Hütte. Weil der Bunker ist hier vorne. Der kann es also nicht sein. Ich würde tatsächlich gerne mal auch hier hin. Das sieht auch vielversprechend aus, finde ich. Oh, hier haben wir noch eine Hütte. Oh, bitte lass mich hier irgendwo erstmal verstecken. Bitte, bitte, bitte. Oh, please. Oh, Gott sei Dank. Ne? Oh, Mann, ey. Echt jetzt? Ein Penner. Was ist denn hier los? Was ist denn das hier für eine unheimliche Scheiße? Hm? Oh nee, ey. Oh nee, dachte ich wäre hier. Oh nein. Wieso? So, euer wirklich. Ekelhaft aus. Na ja, mach ruhig. So, schauen wir mal, was mich hier erwartet. Der Dave'sche Folterkeller. Na? Eine Kiste. Aber die, ja, die geht da nicht auf, oder? Ach, die geht nicht auf. Und die ist natürlich zu. Ach, Käse, ey. Also hier müssen wir nochmal hin. Ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht irgendwo von irgendeinem NPC als Belohnung eventuell einen Schlüssel wieder, also einen Schlüssel bekommen, mit dem man diese gelben Kisten öffnen kann. Das kann natürlich auch sein. Damit wir quasi die Gurken-Lady abfrischen stücken können und hier. Sicher, dass die nicht aufgeht. Echt jetzt? Meinst du? Ja. Geht leider nicht auf. Mann, Alter, die alte Käsequaste ist immer noch hier draußen. Ich bin jetzt zu Fuß, das ist ja keine Chance. So, hier vorne war noch der Bunker oder irgend sowas. Das ist ja kein Bunker, was ist denn bitte? Ich schau mich mal hier. Kommt der jetzt hier? Jetzt würde mich mal interessieren. Ah! Okay, er kommt auf die Insel ruf. Ich dachte tatsächlich, dass er abgehalten wurde dadurch. Und kommst du? Ja, kommt ab. Interessiert ihn halt ein Scheiß. Ja? Ist ihm total egal. Na los, denn. Verpiss dich. Wäre auch mal interessant, ob er uns jetzt tatsächlich aufgrund der Lokalität irgendwie auf der Karte so einschätzt, dass wir neben ihm stehen, auf gleicher Höhe. Oder ob er jetzt einfach den Höhenunterschied akzeptiert und sagt so, oh, wo ist er? Ich hab keine Ahnung, wo er ist, ich verpiss mich. Das wäre schön. Aber ich denke, wir werden kein Glück haben. Aber er muss doch mal irgendwann jetzt da oben verschwinden. Das klingt gut. Oh, echt jetzt.
Okay, also wir müssen hier auf jeden Fall nochmal her. Ich guck hier vorne nochmal ganz schnell rein, in der Hoffnung, dass das jetzt nicht mein Todesurteil ist. Ach du Schande. Okay, dieser komische Schrein, die sind... Wahrscheinlich müssen wir hier die... Oh nein. Wahrscheinlich müssen wir hier die Eier irgendwie opfern oder irgend sowas. Oh shit. Oh no. Oh shish kebab. Na, das ging dann mal schnell. Am Zug wiederbeleben. So, mal gucken, wie viel Schrott wir lösen müssen. Stand gerade da. Minus 1, ne? Wart nur, oder? Oder eine gute Axt. Ja. Das wohl war. So, aber was ich jetzt schon mal genau weiß, ist, dass wir hier quasi nicht safe sind, wenn wir auf der Karte sind. So, okay. Gut, dann lass uns mal verkrümeln. So, mal schauen, mit was für einer bizarren Mission wir jetzt vertraut werden oder betraut werden. Tipp auf irgendwas abgedrehtet. Ich habe alle meine Hundewelpen verloren. Ich muss sie finden. Oh, das sieht ja schon mal... Oh, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus hier. Gucken wir mal nach. Ja, weiß ich nicht. Blutige Kisten. Immer komisch. Und oh, so eine Menge Blut hier. Vorne mal ganz kurz. Schrott. Oh yeah. Wunderbar. Und natürlich ist er zu. Aber da werden wir bestimmt gleich rennen müssen. So, gucken wir noch mal ganz kurz hier ums Haus herum um. So, falls euch jetzt zu viel Loot ist, schreibt es mir mal in die Kommentare. Irgendwie, dann würde ich ein bisschen abkürzen. Da gegen meinen inneren Impuls ankämpfen. Und sagen, ja, klar, lass es liegen. Ach ei. Na, John Wick, alle klar. Oh. Welcome to Aranirum, Archivist Museum Person. Museumsarchiv. Archivarperson. My apologies. Schön. I'm not the best with introductions, but I don't believe either of us are here for socializing. I just so happen to have a little business opportunity, if you're interested. Was hast du denn? A very special little box of mine is in a rail car in the nearby canyon. But the goons have set up a camp to protect that area. So be careful. Hmm. Find the blue box and bring it back to me. I'll give you some scraps as payment. Okay, schauen wir mal. Wo ist die? Ach du Schande, ey. Schluchtschwindel. Theodores blaue Box befindet sich im Triebwagen in der Schlucht. Bring ihm die Kiste für eine Belohnung. Ach Gott, nee, ey. Moment, ist doch noch Schrott. Vor dem Einsturz habe ich mit meiner schönen alten Grubenbahn einen Ersatztriebwagen in die Schlucht geschoben. Ich dachte, ein Triebwagen wäre der optimale Ort, um wertvolle Habseligkeiten zu verstecken. Vor allem auf einer ländlichen und unvollständigen Strecke. Ich wollte vor ungefähr einer Woche etwas aus meinem Triebwagen in die Schlucht holen. Doch einige von Warrens Männer haben dort ein Lager oder eine Art Stützpunkt errichtet. Ich weiß nicht, wie ich es am besten an meine Kiste komme, aber ich weiß auch nicht, wie lange ich ohne sie überlebe. Okay, wer weiß, was in dieser blauen Kiste drin ist. Aber viel erschreckender ist ja Warrens Männer. Das klingt nicht gut. Wenn ich doch jetzt nur einen Raketenwerfer hätte, um mich zu verteidigen. Okay. Schwubbliwub. Bisschen was. Hui. Ist auch ein sehr dynamischer Springer, muss ich sagen. Sehr agil. Hm?
rein in unsere in unseren Zug und wir gucken mal. Tja, naja, eigentlich groß mit Fahren ist ja nicht wahr. Wir können die direkt runterlaufen. 190 Meter. Let's do it. Ich verstehe gar nicht, warum man Kalikir doch langfahren? Bin ich langfahren? Nee, nicht langfahren, ne? Das ist ja. Ist okay. Keine Weiche, kein Nichts. Tja, das ist halt auch die Frage: Sollte man jetzt direkt in die Schlucht reinlaufen oder sollte man eher. Ich meine, von oben kannst du. Bringt dir das auch nichts irgendwie, weil der Zug ist unten. Du kannst zwar irgendwie ein bisschen das Gelände sondieren, aber runter musst du eh und du kommst auch nicht von der Seite runter. Gucken, ob Warrens Männer überhaupt noch leben. Hallo! Is anybody there? Ich würde mich so gerne hinhocken können. Aber ich kann nicht. Oh ja, da rennt jemand, da ist jemand. So, läuft er einfach nur ganz stumpf um das Zelt rum? Schön. So, blaue Box haben wir. Ah, jetzt bin ich doch ein bisschen verführt, da vorne nochmal zu gucken, ob da geiler Loot drin ist. I do it. Pfeife ist wirklich abartig. Scheiße. Hör mich doch. So, ich mach's nur, um hier den Schrott aufzusammeln. Und dann renn ich hier schnell rein. Hei. Ja, und hier ist mal gar nichts drin. Das ist ja scheiße. Haken schlagen. Okay, gut. Okay, wir haben es doch noch geschafft. Grüner Wichser! Nein, nein! Wir haben es auch noch nicht geschafft, scheiße. So, er trifft mich nicht, er trifft mich nicht. Wo ist denn hier? Echt jetzt? Geht's rüber? Oh Gott. Wir sind die ganze Zeit hier nur am Looten, Alter. Irgendein Penner mit mir wäre hinter dir her. Ja, ich bin ja schon weg, Ja, folge mir mal ruhig bis zu meiner Bahn, mein Freund. Dann will ich dir mal zeigen, was man hier ballert. So, was hast du denn hier in deinem Lager? Also, dann leg alles auf. Alles. Gnadenlos. Was hast du davon? Jetzt hast du ja nicht mehr, du Penner. Das war einfach große Fresse, ey. Ja. Sind wir da? Kommt wirklich mit. Schön. So, dann komm nochmal mit. Ich hab hier nämlich eine kleine Überraschung für dich. So, mein Zug steht aber nicht optimal dafür. Da muss ich mal ein bisschen vorfahren. So. Kontakt! So, na dann, let them come. Verfolgt er mich jetzt noch oder ist ihm das sind ihm zu weit? Weil ich denke nicht, dass ich ihn getötet habe. War vielleicht zu schlecht geschossen. Fahren wir ein Stück zurück. Aber okay, alles klar. Wir haben das. Läuft er da hinten? Ist er da?
Nee, sah ganz aus. Oh, was hättet die. Oh, guck mal hier, die Wumme, da ist sie. Was ist denn das? Ja, nice! Alles klar, alles klar. Na, dann haben wir doch das Mysterium des Raketenwerfers gelöst. Schönes Ding. Alles klar. Wir können also da die Waffen wechseln. Schön. That's the exact box I needed. Exactly, this box. Now take these scraps and skedaddle. Skedaddle. Und, wie viel haben wir bekommen? Ja, es geht doch. Können wir schon uns ein bisschen was leisten. Skedaddle. So, nun. Tja, da sag ich doch mal, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Almost impaired. Okay. Panzerung vollständig aufgewertet. Oh, cool. Schöne Ding. Ja, dann haben wir ja hier fast alles aufgewertet. Okay, Tempo können wir natürlich noch eine Menge machen, aber... Ich finde die Mucke echt schön chillig. Gut. So, was haben wir denn hier eigentlich? Was ist das? Wir haben noch die Gurkenlady und wir haben hier unten natürlich noch sehr viele Leute. Wir können... Oh, wir könnten hier tatsächlich mal hin, ne? Werden wir wahrscheinlich noch eine Waffe bekommen. Ich glaube, ich würde hier mal ganz gerne hin. So, waren wir hier schon? Das schauen wir uns mal. Wo ist dies? Naha. Oh! Ah, nein! Oh, kein... Oh, ein Helm? Ist das ein Helm? Nee. Das ist eine Schippe! Okay. Aber hier die Flinten. Also nicht, dass sie irgendwas gegen einen Dämonenzug ausrichten könnten, aber ich würde es trotzdem nehmen. So. Okay. Zettel. Südmine. Zusammenfassung Woche 1. Der Abbau verläuft reibungslos und wir haben bereits Anzeichen einer soliden Ader entdeckt. Die Werkzeuge sind noch in gutem Zustand und wir haben den Bau unter unserer Unterkunft abgeschlossen. Zwar sind wir noch lange nicht hier, doch wir haben uns bereits eingewöhnt und unseren Arbeitsrhythmus gefunden. Schön für euch, Männer. So, haben wir noch oben ums Haus gedreht. Also hier muss dann irgendwo die Südmine sein, oder was? Ja, wahrscheinlich hier drüben, ne? Das sieht eher nach Südmine aus. Irgendwo, wo ein Berg vielleicht ist. Ach, Stief, Stief, Stief. Aber da haben wir noch keinen Schlüssel für. So, er schickt uns natürlich aber auch erstmal Richtung Norden und dann in den Süden. So, schwibbidi-wupp. Weiter geht's. So, 61 Meter. Das sieht doch ganz gut aus. Oha, okay. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wehrhaft aus. Hey, Jungs. Alles klar? I made a little flamethrower as an addition to my spider train home defense plan, but as you can see, that is slightly backfired. Ja, nearly cooked myself alive in that shed as I was testing it. Shoot dang. I would love to save the shed though. Ich glaube, Alter, da kannst du nicht mehr viel retten, aber der brennt halt, ne? Er steht komplett in Flammen. If a flamethrower somehow still works after the fire dies down, well, you can take it. I'd assume you're the monster hunter that folks have been expecting, so a weapon like this could come in handy. Also, ich muss mal jetzt ehrlich sagen, also so ein Flammenwerfer ist halt schon eine miese Waffe, ne, irgendwie. Ich finde aber, wäre nie meine erste Wahl. Also, selbst bei einem Spinnenvieh wie dem Riesenteil jetzt, also klar, bei kleineren Spinnen besser, aber jetzt
jetzt irgendwie bei so einem riesen Monster ist ja richtig nah an dir dran, bis du das erstmal benutzen kannst. Weiß ich nicht. So, mein Freund. Oh, das geht ja. Das Insektenspray da oben. Okay, holen wir uns, aber erstmal. Schrott. Gib mir mal einen Schrott, du Schwein. So, hier versteckt man noch her, mal Schrott. Aber nicht ihr Entwickler. Vielen Dank dafür. So, dann gehen wir mal hoch. Okay, wahrscheinlich müssen wir da oben die Wasserbehälter zerstören. Oder einfach das Ventil aufdrehen. So, die Idee ist ihm nicht gekommen, ja? Okay. Okay. So, Kumpel. Krieg jetzt dafür den Flammenwerfer? Das würde ich gut finden. Wäre... Leckerlei. Using the water tank to put out the fire. Aus Kinderfinger. Pure genius. Woohoo! Woohoo! Here, take old bug spray. Cause of this chaos. I don't want to see it anywhere near here again. Shoot dang. Haben wir jetzt einen Flammenwerfer oder Insektenspray bekommen? Da muss ich mal kurz. Da muss ich mich mal kurz fragen. So, das sieht ja nicht gut hier drin aus. Ach, das, oh, warte mal. Moment. Orangene Farbe. Yeah! Cool! Was willst du denn hier hin? Schroddidoddidi. Sehr schön. Na, dann können wir doch schon mal erstmal unseren Zug umbemalen. Fire in the Hood. Und schauen, ob wir jetzt hier einen Flammenwerfer haben. So, wenn ja, ich würde es natürlich so gerne so interaktiv wie möglich gestalten. Ja, wir haben hier das Insektenspray. Moment, müssen wir mal jetzt kurz mal testen. Sehr, okay. Ja, wir werden es mal testen. Was leck? Oh, no. He's here. So. Muss man natürlich erstmal Kriegsfarbe anlegen hier. Warte mal, ich werde mal eher den Raketenwerfer anlegen. Den möchte ich jetzt erstmal schön sehen. Ah, und natürlich kommt er von vorne. Ist doch scheiße. Nee, warte mal. Vorwärts fahren. Also, vorwärts fahren, sag ich. Stirb! Alter, der kriegt da überhaupt gar keine Power abgezogen. Im Gegensatz zu mir hier. Ja, das... Minus 2 Schrott schon. Okay, alles klar. Das war jetzt nicht so geil. Okay. Schwierig. Tatsächlich sehr schwierig. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was auf Tempo setzen, irgendwie, damit wir abhauen können. Weil er ist ja sofort an uns dran gewesen. Also das ist ja... Ist ja nicht schön. So. Wer bist du? The Monster Hunter has arrived, I see. Ja, hallo Helen. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. Okay. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Na, lass mich raten, wenn wir hier die ganzen Dispersed around the island are 3 eggs, locked in the island's 3 primary mines. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Unfortunately, the mining company owner, Warren Charles III, has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. Wozu? Wozu? There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine.
I've marked the entrance on your map. Ist das die Südmine? Ja, es ist die Südmine. Okay. Aber das sieht mir jetzt erstmal zum jetzigen Zeitpunkt etwas... Also ich weiß nicht, ob wir das schaffen tatsächlich. Jetzt da so eine komplette Mine, vor allem wir haben die ganze Zeit jetzt hier so ein Ei am Start. Sieht aber schon aus, das Ding, Alter. Weiß ich nicht, tatsächlich. Ich würde mal ganz kurz zu dem anderen NPC hier erstmal nochmal düsen. Oh, Bonfire. Na, vielleicht sitzt ja Benny da noch gerade und speichert. Hui. So, hallo, ihr lustigen Farmers-Leute. Oh Gott, Alter. Ich möchte gleich wieder gehen, ey, wenn ich den sehe. Na? Okay. I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. Alter, du hast zwei Unterhemden an, Alter. One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. I got some lock picks, but I don't know how to use them. Ja, gib mir die mal bitte. Here, take them. If you can get that chest open, you'll earn my respect. And I might just give you some scraps to help. Jetzt kommen wir wahrscheinlich die. Jetzt können wir die Kisten öffnen. Das ist aber was Feines. So, Moment. Guck erstmal. So. Also, das wäre natürlich geil. Dann könnten wir erstmal die Gurkenlady erstmal abfrühstücken. Die wartet wahrscheinlich schon auf ihre Gurke. I need my pickles! Gurken? Wie auch immer. Die Kisten. Genau, Jojo. Jawoll, 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 jawoll. So, ich guck mal jetzt erstmal, bevor hier noch ein Unheil plötzlich passiert. So, finden wir irgendwas? Nein, wir kommen gar nicht erst rein. Das ist blöd. So, was haben wir hier vorne? Schrott. Na gut. Wenn ich es öffne, passiert bestimmt irgendwas. Er wirkt ja, wenn es schon zu spät ist. Ah ja. Kehre zu Daryl zurück. Ja, er sieht doch aus wie Daryl. Ist mir sofort, war sofort die Ähnlichkeit da. So, aber sofort. Well, fancy fingers here got the chest unlocked. That's an odd-looking piece of junk you found inside there. Bit of a letdown, to be frank. You earned my respect, so here's some scraps. Like... Bum, bum, bum. Okay, zweiten Schloss. So, schön, wir haben die Dietriche. Yeah, wenn es rauskommt, dann ja. Spiele hauptsächlich auf PC. Hoffe, es kommt auch für PC raus. Ja, ne, dadurch, dass ja quasi Microsoft die eingekauft hat, Bethesda, wird's definitiv für Xbox und PC dann rauskommen. Ja, das ist natürlich, halt, PlayStation hat dann halt das Nachsehen. So, Schaden erhöhen wir erstmal und wir sind vollständig aufgewertet mit dem Schaden, ne, das... Was, bitte? Okay, heavy. Alter, ich dachte, was steht denn da unten jetzt so bitte? Eieieieieieiei. Einmal kurz verlesen. So. Gut, gut. Ja, den könnten wir jetzt erstmal nochmal schnell zur... Moment, was ist das? Achso, das ist die Südmine. Ich bin bei der Mine wirklich noch echt skeptisch. Wir könnten natürlich erstmal noch die anderen NPCs hier abgrasen. Ach, oder sollen wir in die Mine rin? Sagt mal was, sollen wir in die Mine rin? Mit deinen flinken Fingern schnell zur Gurkenlady, um ihre Kiste zu öffnen. Ja, echt, Jojo, wirklich? Schnell mit deinen flinken Fingern zur Gurkenlady, um ihre Kiste zu öffnen. Also, das muss man irgendwie anders sagen können, glaube ich. Du musst deinen Zug noch reparieren. Oh, gut, der Zug ist noch im Arsch. Oh, vielen Dank. Oh, ja. Ah, das ist bitter, ey. Das ist bitter. Danke, hab ich jetzt überhaupt ja nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich will, okay, lass uns die Mine mal probieren. Ich
ich weiß nicht, ob das wirklich, ob ich schon befähigt dazu bin. Aber wir sind gerade wirklich an einem Punkt, wo wir das probieren könnten, irgendwie. Nochmal über die halbe Karte fahren, deswegen wäre halt echt bitter. Und ich hoffe natürlich auch irgendwie, dass er mir jetzt halt nicht die ganze Zeit in den Sack geht hier, denn irgendwie, weil ich eben so ein Eiweih habe. Das wäre nicht gut. So, und wie ich das jetzt verstanden habe, müssen wir jetzt hier vorbeischleichen. Ja, weil in der Mine sind Leute. Oh, war bei Kirsch vorhin schon drin? Ja, danke schön. So, offen ist er. Yay. Am Ende einer jeden Mine. Finden wir ein Ei. Aber auch wahrscheinlich waren es Leute. Oh, okay. Achso, nee. Das Wasser, ich dachte, das ist elektrisch. Also, elektrische Fehlanlage. Dringender Brief an Herrn Warren. Während wir in dem am weitesten entfernten Tunnel arbeiten, brauchen wir durch eine Wand und eine große Höhle. Etwas ist hier seltsam, doch wir wissen nicht, was. Wir bitten Herrn Warren, sobald wie möglich das übliche Minengelände zu besuchen, um uns weitere Anweisungen zu erteilen. Eugene, Team Supervisor. Supervisor O'Boyle. Lehne dich nach links oder rechts, um fein auszuspielen hier und nicht entdeckt zu werden. Um dich nach links oder rechts zu lehnen, okay. So gerne schleichen, aber er macht's nicht. Doch geht nicht in der Hocke. Okay. Es wäre auch mal interessant, wie viele Feinde hier in der Mine überhaupt sind. Da vorne ist eine Kiste. Aber, ach Gott, er kann ja hier die Kiste nicht knacken, wenn hier unten ein Knirsch rumrennt. Ich hab da gesehen, wie lange das dauert bei mir. Du musst fast schon zu spät drücken. Oh, grüne Farbe. Yippie! Okay, alles klar. Wir haben grüne Farbe. Ob die Farben auch irgendeinen Nutzen haben? Also jetzt quasi jetzt nicht nur einen kosmetischen, sondern halt auch irgendwie grüne Farbe, bist du besser enttarnt oder irgend sowas. Pinke Farbe, weiß ich nicht. Irgendwie greift dich keiner an, weil du halt einfach nur scheiße damit aussiehst. Oder so, ich weiß nicht. Wäre mal interessant. Denn jetzt irgendwo inne oder haben die das jetzt einfach bloß so gehauen? Ja, das halt, könnte es ja eventuell. Könnte ja jemand da sein. Okay. Man pfeift hier Negan-mäßig. Die auch alle, die werden wahrscheinlich alle bewaffnet sein. Oh, Benny, der jetzt richtig gut und sowas. Und sowas immer so ein bisschen unbeholfen. Will dann immer irgendwie sneaky sein irgendwie und springe dann plötzlich oder werf irgendwie irgendwas hin. Be here!
So, mal gucken, ob er vorbeirennt. Bei meinem Glück natürlich nicht. Nein, tut er. Au, lass mich. So, wäre natürlich cool, wenn du bloß der einzige Gegner wäre. So, aber das meine ich, ne? Einfach, man hätte... Ah, Schnauze. Oh, hier ist Ei. Ein Schrott. Geh nicht, ohne dich komplett ausgelootet zu haben. Ich weiß eh mal, Schrott habe ich jetzt übersehen, aber ich will jetzt auch mein Glück nicht überstrapazieren. Ich denke, das passt ganz gut. Wenn halt einfach nicht durch Skill, denn halt einfach nur durch schieres Glück. So, schön. Kann ich hier das irgendwie... Schade. Geht ihn ja nur noch als Geschenk da lassen. So, die Südmine haben wir geplündert. Die crazy Father Makas. Tschüsschen, du Wichser. So, schönes Ding. Na dann ist hier unser nächster Punkt. Hello, lady. So mit dem tollen grünen Flicken Eugene auf deiner Hose. Told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be you. Genau. There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Dankeschön. Here's the key. And although the balcony is right behind me, I'll just mark it on your map anyway. Ja. As a side note, talk to anyone around here, and they'll do whatever they can to help. Anyone not wearing a mask, that is. Check out the balcony and take whatever you can use. Alles klar. Danke, Candace. Good luck with everything. Das ist aber sehr freundlich. Hoffentlich schießt du mir jetzt hier nicht in den Rücken. Erstmal schnell ums Haus gucken. Hier liegt immer eine Menge Schrott rum. Fettstoff und Candace, okay, alles klar. Ja, wir haben wirklich geduldig gewartet, aber die letzten Tage waren, na, wie soll ich sagen, chaotisch. Charles wird immer aggressiver und ich weiß nicht, wie viele von uns noch übrig sein werden, wenn Hilfe eintrifft. Viel Glück, Eugene. Wir zählen auf dich. Ja, der arme Eugene. Unten noch ein? Nope. Ach, dafür passt der Schlüssel nicht. So, und? Können wir hier noch ein Schwätzchen machen? Nee. Das war ja entspannt. So, guck mal hier nochmal, 150 Meter. Also es lässt sich relativ gut abgrasen, muss ich sagen, irgendwie. Und wahrscheinlich bist du hier so bei 3 bis 4 Stunden in dem Spiel. Wie gesagt, ich denke, wir werden es heute jetzt nicht unbedingt schaffen. Aber beim nächsten Mal auf jeden Fall. 1000 Spieler angefangen hier. Ist ja fürchterlich. So was kann ja gar keiner leiden. So, könnt ihr jetzt probieren, mich hier einfach ganz stylisch die Klippe runterglibbern zu lassen? Ja. Okay, haben wir. Was du jetzt? Ja? Ach du Schande. Well, hello, darling. Lisbeth Murkwater. Hello, darling. I'm making a fresh stew with ingredients from my very own swamp. But I don't have any meat at the moment. So, bei Fallout würde man jetzt schon sehr vorsichtig werden, wenn man diesen Satz hört. Okay. I smell a carcass on the island in the swamp, and if you wait over there and bring it back for me, I'll pay you some scraps. Although, you'll need to be wary of Barry, the swamp monster. Barry. Keep an eye out for him splashing around, and don't move if he gets close to you. As long as you stand still, he's okay, as blind as a kitten. Yay. Okay. Na denn, let's go into the swamp.
the swamp. In the unrealistic swamp. Cool, Charles. So, falls ihr noch Ideen für ein tolles Rezept habt, hier einmal Sumpfwasser, Salz, Klee, Erde, Salz, nochmal zweimal Salz, ah, Fleisch, egal welches, einschließlich Menschenfleisch, haha, und nochmal Salz, schön. Oh, hallo? Oh, so, wo ist denn Barry, wenn man ihn mal braucht? Oh, wird sich, dass tatsächlich auch die NPCs immer vor dem fliegen. Ach, jetzt meinst du, ist es vorbei oder was? Okay, cool. Tja, dann warten wir mal rüber oder was, wa? Hm. Got a bad feeling. Okay, alles klar. Alles klar. Das, ja, das lief ja mal semi. Haben wir jetzt irgendwie einen Indikator dafür gehabt, dass er jetzt kam? Aber was hätte ich jetzt anders machen sollen? Du kannst ja bloß schwimmen. Oder gibt es hier irgendwie einen Weg rüber? Vorne ist er. Das ist aber schön, dass er die ganze Zeit um uns hier rumplanscht irgendwie. Das kommt jetzt nicht so gut. So, ist das okay für dich, Barry? Ich würde hier einfach mal irgendwie lang schwimmen. Nur um nach vorne von Charles platt gemacht zu werden. Aber alles gut. Mach dein Ding. Hey, guck mal hier. Na, wenigstens bin ich getarnt hier. Zählt jetzt auch drehen zu bewegen? Jetzt hau schon halt ab. Oh. Oh nein. Oh. Oh. Mutti, hey, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, du hast es nur geschafft. Bitte nicht wundern, Benny ist heute leider offline. Irgendwie bin ich das Internet komplett abgekackt. Hau doch mal ab jetzt, Alter. Nee. 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 Hin fort.
So. Oh, ihr. Schön. Kehre zu Lisbeth Merkwater zurück, um die Mission abzuschließen. Und... What a delicacy you found. So, wir müssen auf jeden Fall nicht zählen. Here are those scraps I offered. Dankeschön. Have a safe night, little one. Du auch. Tschüsschen, ne? Wunderbar. Haben wir. Und damit haben wir hier auch den PC abgegrast. Wir könnten jetzt tatsächlich wirklich nochmal zur Gurkenlady. Zur Gurkenlady ist aber wirklich... Ist ja Hammer. Achso, warte mal. Brauch gar nicht. Wir gehen jetzt zur Gurkenlady. Und jetzt haben wir endlich den Dietrich, um die Gurkenkiste in der Gurkenmine zu öffnen, um wahrscheinlich Gurken zu finden. Das Gurkenglas. Hurra, kehre zur Gurkenlady zurück. Alles klar. So, haben wir. Schönes Ding. Dave, schön, dass du da bist. Grüß dich. Hi. Wir spielen Choo-Choo Charles. Ein mehrfach ausgezeichnetes Vierfach-A-Titel Spiel. Was aber Milliarden an Entwicklerkosten verschlungen hat, aber dennoch echt cool geworden ist. Muss man mal sagen. Hey. Schroddedi-doddedi. Oh nein, ich höre schlimme Musik. Nee, doch nicht. So, Gurkenlady, jetzt bin ich aber gespannt, was du hier... Schade, sieht ja nicht mehr so schlecht aus. Aber hat so eine Macke mit ihren Gurken. Und reden ist auch so. I thank you so very much for bringing me my pickles. You are my pickle hero. Here are some scraps as a reward for your valiant pickle questing. Pickle questing. Schön. So, wir haben schon ein Ei von Choo-Choo Charles gefunden. Drei gibt es davon auf der Insel. What the fuck, ja, Prickle Rick. Genau. Das ist eine legendäre Folge, Alter, von Rick and Morty. Prickle Rick. So, hier hinten gab es ja auch nochmal eine Mine. Eine Kiste. Oh Gott, wo war denn das jetzt wieder? Wo war denn das jetzt hier? Hier, ne? Hier war das drin. In der Höhle. Wollen wir da hin? Doch, wir machen da hin, wa? Steve, der Gurkenheld. Seine Gurkness. Ich würde sagen, wir machen da mal schnell hin. Jetzt wollen wir es wissen. So, und wir müssen geradeaus fahren. Let's do it. Und wir haben ja auch hier den Gurkenzug gerade hier. Gurkenfarbe. Na bitte, läuft der. Ah, schön, schön, schön. So, wie sieht's denn da vorne aus? Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Wir müssen doch die Weiche umstellen. Oder? Ja, ne? Jupp. Mann, ey. Jetzt sehe ich Gurken mit ganz anderen Augen. Ja, das ist, war für uns alle hier eine Offenbarung. Der Gurken-Eklar. Ah. Ja, aber wenn sie halt gerne Gurken isst, naja denn, ne? Jeden mit seine. Wer bin ich, dass sie kriegte? Jo. Okay, die war ich jetzt schon mal richtig gestellt. Fantastisch. Bin noch erstaunt, dass wir, also ja, gut, wir hatten jetzt am See gerade Besuch von Charles, aber noch ist gerade recht ruhig innerhalb des Zuges. Schön auf Holz geklopft. Nicht, dass ich es anders haben will, aber, ja, who knows. Flump. So, jetzt mal. Ich mach mich mal hier raus und ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht wieder angegriffen von ihm. Und ich bin gespannt, was sich jetzt hier unten drin befindet, weil das ist jetzt eigentlich eine Kiste und also entweder ist eine Farbe drin. Ich tippe mal auf eine Farbe tatsächlich. Oder eine Waffe. Eine Waffe wäre natürlich auch geil. Oh
das ist tatsächlich nur in Anführungsstrichen Schrott. Das war jetzt tatsächlich ein bisschen. Das war jetzt ein bisschen enttäuschend tatsächlich. Eine Farbe hätte cooler gefunden. Also wer würde ja gewesen. Für diesen Umweg, den man hier gemacht hat. Diese grüne Gurke hier auf den Gleisen, Alter, das sieht aus. Das geht ja nicht. Sieht aus wie ein Zug von Pete Speed. So, okay, dann lass uns doch mal kurz hier mal einen Blick werfen. Ja, wir könnten jetzt natürlich einen sehr großen Umweg fahren. Hier oben ist noch die Mine. Wir könnten uns hier noch die optionale Mission geben. Oh, haben wir wirklich einen ordentlichen Weg vor uns hier. Aber von euch kommt nichts. Also, für mich finde ich es immer ganz nett, irgendwie, wenn die Spiele so halbwegs ein bisschen intuitiv sind, irgendwie, wenn du halt nicht so eine mega lange Anlaufzeit brauchst, um drin zu finden. Irgendwie. Du hast ja manchmal so Spiele, bei die sind so dermaßen steuertechnisch überfrachtet oder so, wo man halt einfach sagt, oh krass, jetzt sieht mal krass aus hier. Ich weiß ja nicht, welches Spiel war denn das? Ein Spiel war das auf jeden Fall, wo du sagst, Scheiße. Hey, aren't you the new guy who's come here to work for us? Absolut. You must be. There's something at the top of the... And don't worry, I won't make you work for free. Oh, it's mir Schrott, ne? I'm a nice enough guy to pay you. You see, Mr. Warren never told anyone from the mainland about his mining operation. Entschuldige, wenn ich jetzt ein bisschen schneller durchklicke. He never even reported the cave-in. Aber ich höre Choo-Choo Charles. He hasn't paid us since then. Our living quarters are atrocious, and I'm far overqualified for the pay I'm supposed to receive. Before I pout. To top it all off, none of us miners ever received copies of our paperwork. But that doesn't affect my subordinates as much as someone with my status. I'm gonna sue the pants off of Warren once I escape this island, and I need those files to prove that he breached our contract. He keeps all his files at the top of these towers. I could explain how I ascertained this, but I doubt it would make sense to you. Hast du echt auch nicht. The problem is, he erected these towers years before we ever started mining, and now they're falling apart. I could scale them myself, but since you're here, go sniff around for those files. As a reward, you can have one of my useless pieces of scrap. I bet you'd love to have it. Ja, voll danke. Toller Typ, du. Zeigt uns das genau an. Ja, wahrscheinlich da oben. Okay. Gut, ich guck erstmal. Ach du Schande. Erstmal kurz hier unten, ob ich Schrottteile finde. Ja! Schrott, 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 Schrott. Steve liebt Schrott. So, kommen wir hier rein? Nope. Schade. So, aber wie ein Olympiasportler einfach rübergesprungen. Okay, schaut. Schön. So. Ja, das hat mich jetzt aber auch nie weitergebracht hier. Wie kommen wir jetzt an die Akten dran? Wie kommen wir denn da drüben weiter? Schaff ich's? Ach, schade. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Sah so gut aus. Nicht. Hier vorne. Können wir hier hochspringen? Mann, da liegt Schrott. Bildet haben. Können wir einfach rumlaufen. Das geht auch. Aber wie kommen wir jetzt da hoch? Das Ding geht nicht auf. Wie komme ich hier rein? Vielleicht irgendwie von oben einen anderen Weg reinfinden? So eine Kletter-Springnummer werden? Sieht fast so aus, wa?
Das sieht mal fast so aus. Also okay, gehen wir hier mal hoch. So, komm, komm. So, haben wir. Entschuldigt bitte, wenn es jetzt so ein bisschen hektisch wird von der Steuerung. Okay. Gehen wir hier rein. Nee, auch zugeschlossen. Ich schätze, ich muss gleich wieder rüberspringen ins andere Haus. Ein bisschen Assassin's Creed hier gespielt. Ja, Haus zu. Schrottidi, schrottidi, schrottidi. So, also den Sprung schaffe ich auf jeden Fall nicht. So, ach du Schande. Nee, das wird, kann jetzt nicht sein Ernst sein, oder? Den Sprung? Weiß ich nicht. Nein! Nein, 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 bitte nicht, nein! Tja, und Chat, was meint er? Soll der Sprung sein? Ihr kann es mir fast nicht vorstellen, also kommt mir sehr weit vor. Was sagt ihr? Sollen wir probieren? Geht. Ach, geht schon. Bestimmt. Gibt's da Falltode? Ja, ja, ja. Kann man etwas rüberbauen? Nee, leider nicht. So, dann sag mal. Ich schaffe es, ich glaube, ich schaffe es. Das ist der spannendste Moment in meinem Leben. Ich bin der König der Lüfte! I believe I can fly. So, schönes Ding. Wunderbar, hat doch noch geklappt. Knöchel gebrochen, aber kann man machen. Diese Operation ins Rollen zu bringen, war wesentlich komplizierter als erwartet. Nicht nur im Hinblick auf die Kosten, sondern auch Baulogistik und die Vorratslieferung und die primären Minenstandorte. Wir müssen schnell auf Gold stoßen, wenn wir nicht bankrott gehen wollen. Okay. So, das war jetzt aber, glaube ich, nicht die Akte, die er haben wollte, oder? Oder? Hat das jetzt? Leute, meint ihr, das war jetzt die Akte, die er haben wollte? Ich weiß nicht. Also, kam mir jetzt ein bisschen wenig vor, so. Lass dich doch nicht einfach wie so ein nasser Sack immer fallen. Ah, Juju Charles ist nah. Na gut, wir probieren es mal. So, Ronny. Nope, das war's nicht. Das war's nicht. Das war ja blöd. Am Seil? Shit. Hängt da noch was? Damn. Echt jetzt, ja? Auch mal zur Seite springen. Das war ja nicht da. So ein mega Stallone hier machen irgendwie. So, das, was ihr da im Hintergrund immer Hupen hört, das ist Charles. Der Spinnendämon. So, komme ich denn da noch irgendwie hoch? So, beherzt. Smash. Am Seil. Ja, ist doch Käse. Warte mal, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Da ist er. Da ist er. Ich meine, er ist eine Spinne. Er kommt hier locker hoch, oder? Schön gelb Aktenschränke. Oh, nee, ey. Nee, ob du übers Seil kommst, aber da bist du schon rübergesprungen. Ah, okay, alles klar. Danke trotzdem für den Tipp, Melly. Oh, er ist so eklig, ey. Oh, irgendwie erinnert er mich so ein bisschen an Coca-Cola. Coca-Cola Light! Na, ist ja schön, dass er jetzt hier rumguckt, irgendwie. Und Ron? Oh, echt jetzt? Ist er neu gestuckt?
Ja, du, das ist kein Thema. Lass dir da Zeit. Einfach, ich warte so lange hier oben. So. Mann, geh doch bitte weg einfach. Oh, please. Ah, jetzt ist er irgendwie echt stuck wieder. Ich hab grad auch gezuckt. Jetzt sehr versucht, 5K für den Song. Oh, nein, nicht, Alter. Nein, bitte nicht. Aber macht's ruhig, wenn ihr wollt. Dafür ist ja der Unsinn da. Jo! Na, Ronny, du Spaten? Oh Gott, Alter. So, nun flink. Ja, hast du den neuen Akten? You look like a monkey climbing those towers. I sure am glad I found these files. Yep. Here's that scrap you were begging. Don't spend it all in one plate. Shut the fuck up. So, schnell wieder zurück zum Zug. So, wo ist mein Zug? So, Knöchel sind Matsch, egal. Verschrott tun wir alles. So sieht's mal aus. Ich meine, genug hätte ich. Ja schon. 257. Tu die Kins wangern. Wie ist ihr stänkert gerne. So, okay, dann lass mich mal ganz kurz hier auf die Karte schauen. Take a look at the map. So, okay. So, was ist denn hier los? Was ist denn das hier für eine illustre Hütte? Also sieht alles auch mal so vielversprechend aus, ne? Wenn man hier aussteigt irgendwie und dann macht man so ein bisschen Schrott hier und denkt sich so, okay, gut. Wie viel haben wir denn überhaupt? 45. So, und damit haben wir quasi unseren Zug voll aufgepimpt. Kann man jetzt höchstens nur noch sagen, tatsächlich zur Reparatur den Schrott benutzen? Oder zum Sterben? Okay, stoppelt. Nein. Warte. Bin so ein Gierschlund. Wo ist denn da hin? Oh, warte mal. Da muss ich mal gucken. Da muss ich mal kurz gucken. Das sieht ja vielversprechend aus. Vielleicht finden wir Farbe oder sowas. Rest in peace, Warren. Death by Charles. Okay, cool. So kann man natürlich das jetzt hier auch keine... Ah, eine Kiste! Schönes Ding. Nee. Oh Mann. Okay, es ist nur Schrott. Ich weiß nicht, wie dieser Triebwagen in den Wald gekommen ist. Ich weiß nicht, was er hier macht und ich weiß auch nicht, warum Warren mich hierher bestellt hat. Nehmen wir an, um diesen selbstsüchtigen Leuten im Auge zu behalten, die uns auf dem Weg räumen wollen. Wir folgen nur seinen Befehlen. Wir sind nicht nur deshalb in Gefahr, weil sie sich dagegen wehren. Wahre Feiglinge, wenn du mich fragst. Soll, wenn es manchmal so ein bisschen mit dem Lesen irgendwie hapert, aber umso später der Abend, umso schlimmer wird's. Aber auch tagsüber. und früh erst recht. Ein kleiner Lesedegastheniker hier. Schwupps. Mein Becher links, da standen vorne noch 290. Und jetzt, was steht da? Melli, was steht jetzt da? Wenn da jetzt ein grünes Feld zum Raufklicken ist, dann kannst du raufklicken. Aber du
wirst du wahrscheinlich wissen. Nix. Da muss doch irgendwas stehen. Neben dem Becher. Was steht da? Nur der Becher ist zu sehen. Schaust du vom Handy, vom Tablet oder vom PC? Also normalerweise funktioniert es ganz gut eigentlich. Also egal von welcher Plattform. The Archivist, in all your radiant glory. In voller Pracht. So sieht's aus. Paul entrusted me with a key to one of the mines containing an egg. But before I give it to you, I have to warn you about something. Mm-hmm. There's an ancient shrine on the island, a pyramid of sorts, with a curious prism located at the top. The prism seems to have been designed for one purpose. Ich weiß nicht mehr, die destroy monster eggs. Three slots are carved into the prism, which perfectly fit the eggs. When fully loaded, a massive beam of energy is emitted, seemingly drawn from the eggs themselves. The mutineers hope this event will lure Charles to a mortal fight as he comes in defense of the eggs. Now for the real warning. Charles has the ability to absorb energy from the burst, strengthening and enraging him. Na toll. Das klingt ja super. We saw it once before, and he may become even more dangerous this time. However, it's not my place to oppose, despite the danger. So, here's the mine key. Und damit haben wir den dritten Minenschlüssel. Once you have retrieved all the eggs and the key to the shrine, might just be able to end this hell. Oop. Bei dem Treffen gestern Abend erzählte uns Greg eine verrückte Verschwörung über Warns Versuch, mit Spinnenzügen die Weltherrschaft an sich zu reiten. Na klar, Weltherrschaft. Als Teammitglied, das im Tempel gearbeitet hat, bin ich alles andere als überzeugt. Während das Prisma einen Haufen Eier die Lebensenergie entzog, griff Charles uns zum ersten Mal an. Er kämpfte nicht nur, als käme er direkt aus der Hölle, sondern wurde während des Kampfes fast doppelt so groß. Er schien, als würde er die Energie konsumieren. Seine Beine wurden größer und stärker, während sich sein Gesicht direkt vor unseren Augen verzerrte. Die Überlebenden konnten sich nicht einmal vorstellen, was wir gesehen haben. Danach versteckte Vaughn die Eier und befahl uns, sie zu beschützen, bevor er mit der Evakuierung begann. Von dem Zeitpunkt an wurde alles nur noch schlimmer. Ich weiß, dass Vaughn jede Menge Skelette in seinem Schrank hat, aber ich werde die Gedanken nicht los, dass er sich dieses Mal tatsächlich um ihn sorgen könnte. Gale. Dann komm hier rein? Nein. So, I hear the sound of the train. It's coming. Scheiße. Schnell rennen und verpissen. Oh, warte mal, hier drüben ist aber ein schönes Haus. Großartig. Eine Kirche. Oh. Schau mal an. Kommen wir hier rein? Puh, ein Schweinehaut. Hey. Entspann dich. Oh, rote Farbe. Oh yeah. Schönes Ding. Okay. Überblick der Predigt. Gott ist äußerst wütend. Denke ich jedenfalls, ist Charles der Teufel mit 95%iger Sicherheit. Immer hinterlistig. Spinne gegen Schlange. Spinne haben mehr Beine für gewöhnlich. Gott wird mit immer, hoffentlich. Gewinnt immer. Opfergabe. Nach heiligen Fragen. Nicht viel Wein. Nur ein bisschen. Schlussgebet. Aufräumen. Nicht viel Wein. Nur ein bisschen. Schön. Das könnte eventuell helfen. An den Pfarrer. Die heutige Predigt war eine wahre Inspiration in diesen schwierigen Zeiten. Sehr gut durchdacht und in jeder Hinsicht ausführlich. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir dein Vertrauen und deine unentwegte Weisheit bewundern, während wir um unsere verlorenen Brüder und Schwestern trauern. Hau mal ab! Manu! Er will auch nicht gehen. Ich denke, wir haben hoffentlich einen guten Speicherpunkt. So hoffe ich jedenfalls. Gucken mal ganz kurz. Ich gehe mal zum Zug und mache den mal schnell rot. Kann er dieser Goku auf Rädern hier nicht mehr sehen. Hier. So. Oh, wir haben schwarz ist natürlich. Ja, voll. Aber schwarz sehen wir nicht mehr. Das ist auch so ein bisschen blöd. Machen wir mal orange. One pair of pants later. So, Jambat.
der Entgleiser, ach, die Dinger haben auch noch einen Namen, Leute, die Wumme. Das ist ja schön, die Wumme. So, lass mich kurz auf die Karte gucken. Die Animation war mega cool. Okay, wir haben noch zwei Minen, die wir machen müssen, um dort die Eier rauszuholen. He's here with no fear. Stirb! Ah, der Typ ist schon gut aus hier. Verrecke! Ah! Nein! Die Karre ist kalt. Los, abkühlen, abkühlen! Jetzt ist der Flammenwerfer wirklich nicht so die geilste Nummer hier vorne. Der ist echt nah ran. Mann, warum geht denn der Stress jetzt schon los hier? Das ist doch kacke. Allerdings können wir jetzt mal eine Runde fahren. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich bin nicht irgendwo an der Endhaltestelle. Ich will jetzt rumrasseln. Aber er kriegt auf jeden Fall ein bisschen Verbrennen, aber das ist so ein bisschen Damage, wenn er außerhalb ist. Töten werden wir wahrscheinlich nicht können. Stirb. Ungeziefer. Der Typ, der in der NPC hätte schon gesagt, wenn Charles zu viel Schaden hat, wird er sich wahrscheinlich in den Wald verpissen. Und ich denke, uns wird nachher ein epischer Endkampf vorstellen. Yay. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe, Mann. Geh weg. Benny hat ihm heute tatsächlich nochmal den Tipp gegeben. Ah, schau mal, guck. Schönes Ding. Wir haben ihn defeated. Cool. Na, aber das ist doch mal ein Timing. Na, das war ja was. So, und dann werden wir mal den ganzen Weg wieder zurückfahren. Ich freue mich. Okay, hier müssen wir hin. Und das wird erstmal eine Waffenmission. Das heißt, wir werden mal eine neue Waffe noch kriegen. Ich weiß ja nicht, was wir hier noch kriegen wollen jetzt. Also... Na, es ist ja natürlich, es sind noch zwei Haken frei. Ich denke, ein Haken ist für den Flammenwerfer und der nächste wird, was wird das für eine Waffe sein? Wir haben MG, wir haben einen Raketenwerfer, also halt einen Granatwerfer und einen Flammenwerfer. Habt ihr einen Plan, was noch kommen könnte? Ansonsten reparieren wir. Wofür Level sind wir bis Ultimo? Ja. Okay, mal auch nichts mehr machen. So. Pinkerzug. Pupo-Tentakelzug. So, na dann, dann fahren wir wieder zurück. So, ich plane einen dynamischen Ausstieg. Universum. Und rinn in die angeflockten Teile hier. Oh, okay, alle klar. Also er ist bereit. Er ist bereit, würde ich sagen. Ach du Schande, das sind sie? Okay. Oh, okay. Wir müssen ein bisschen hier mit dem Estra aufpassen. So. The fabled hunter has finally arrived. Wir sind ja Archivar. Entschuldige bitte. You know, my late husband built a gun to help fight Charles, but Warren's goons stole the barrels and took them up to their camp. Bob was such a brave man. Much braver than you, I bet. Take what I have left of the gun and steal back those other parts. You can put it back together to use against Charles. Das würde ich machen. Die hat auch ein tolles Tattoo, muss ich sagen, auf dem Arm. Sieht gut aus. Just do me one favor, will ya? Das würde ich tun. Ich würde tun. If you do end up using it, name it Bob in memory of my honey. Oder habe ich jetzt gerade wieder was total verrafft, wa? Stimmt. So, gut, dann schauen wir uns hier mal kurz um Fort Knox hier mal schnell um. Ah, hier mal noch ein bisschen Schrott. Konnten wir eigentlich letztes Mal schon klären, ich höre die liebe Gertrude auch doppelt. Ja, die doppelt. Okay, hört ihr den Sound generell? Und während die FPS-Drops weiter in den Keller purzelten und Steve verzweifelt an einer Lösung für den Echo-Hall suchte, konnte nur eine MacGyver-Lösung helfen. It's my fault, it's my fault. Ich muss mal kurz gucken, wie ich das mache. So.
So, guck mal, ob ich es ja nochmal ansprechen kann. Nein. Dann hoffe ich, dass das jetzt war mit dem Echo. Muss nochmal sagen, ob es nochmal kommt. Okay. Ein Blick auf die Karte. Boah, was echt hier? Okay, dann quatsch ich mal erstmal ihn nochmal an. Wahrscheinlich schickt er uns auch hier nochmal hoch hin. 93 Meter. Aber na gut. Das ist ja schon in Sichtweite. Was ist denn das hier? Lodge. Schönes Ding. Hallo, Zeugen Jehovas hier. Grüße. Haben Sie kurz Zeit, über unseren Herrn und Erlöser zu sprechen? So, Schrott einsammeln. Schrott einsammeln. Ist das hier die Kapelle? Notizen zum Treffen der Meuterer. Ich habe unseren neuesten Schlachtplan mit allen besprochen und niemand hätte Einwände. Die gesamte Crew weiß, was zu tun ist und wird die Richtung der Gleise zum richtigen Zeitpunkt ändern. Der Archivar muss sich nur darauf konzentrieren, dieses Biest zu verprügeln. Abstand zu halten und Charles Schwachpunkt zu finden. Mein Vater sollte innerhalb von 2 Tagen zurück sein. Dann können wir ihn und den Jäger mit den Schlüsseln und anderen gesammelten Vorräten versorgen. Wir wollten niemals so hart gegen Warren und die anderen Bergleute vorgehen, aber er ließ uns keine andere Wahl. Charles muss verschwinden und Warren wird uns nicht im Weg stehen. Okay. Also die Dorfler haben sich zusammengetan. Wo könnte denn Charles seinen Schwachpunkt haben? Wahrscheinlich hinten. Was hier ist noch ein bisschen? Schrottikowski. Zusammenfassung der Observierung, Tag 3, Standort 4. Ich observiere dieses Gebiet schon tagelang und Charles hat die alte Holzbrücke noch kein einziges Mal überquert. Diese Bestie ist gerissen und weiß, wie gefährlich das ist. Doch vielleicht ist er einmal wütend und verzweifelt genug, dass er während einer Verfolgung einfach darüber fährt und dann boom. Wir verwenden Johns Bomben und das Teil in die Luft zu jagen und Charles fällt mit dem Gesicht voran in die Schlucht. Wenn ihn die Explosion nicht tötet, dann mit Sicherheit der Sturz. Fallschaden. Okay, also eine Holzbrücke. Eine Holzbrücke ist scheinbar hier irgendwo der Schlüssel. Schwupps. Hallo? You're the archivist my father told me about. Although, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return with you. Not to say that your help isn't appreciated, but we could have used his aid as well. If you haven't already heard from the others, the mine boss Warren is protecting dangerous monster eggs that could lead to catastrophe. While our main plan is to summon Charles into a duel and fight him to the death, we've devised a perfect trap as a precaution that may help defeat him. Go attach these remote explosives to each of the support pillars under the wood bridge out there. Then meet me back here. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht mehr zu sagen. Mann, du bist so ein Pansen, ey. Ach, Mann, du. Okay, gut. Weiter geht's. Wir werden ja wahrscheinlich... Was müssen wir jetzt überhaupt machen? Weil es so gerade irgendwie auf das Echo fokussiert, dass ich nicht weiß, was er jetzt von uns will. Wir gucken mal auf die Map. Na, das geht. Bringe Sprengstoff an den 8 Brückenpfeilern aneinander. Das können wir sofort machen. Das machen wir sofort. Oh, hier. Kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr auf irgendwas total fixiert seid, irgendwie müsst eigentlich woanders aufpassen. Das war gerade so ein Moment. Das war gerade richtig Murks. Okay. Sind wir hier allein? So, okay, kann ich hier irgendwo Sprengstoff ranmachen? Oder muss ich den tatsächlich oben an der Gleise rankleben? Wäre blöd. Okay, alles klar. Ich muss wohl anscheinend eine Kletterpartie machen. Schnell wieder hoch. Kacke. So, das wäre witzig, wenn das Benny wäre, der mir jetzt sagt, probier mal das, probier mal das. Schwupp. Was glaubt eine Nachricht? Ja, Du, okay, pass auf. Und? Nee, doch nicht. Nee, es ist nicht Benny.
Es ist nicht Benny. Ich glaube, er würde auch komplett seinen Datenvolumen killen, wenn er das jetzt einfach über ein Handy schauen würde. So. Nummer 1. Nummer 2. Großartig. Und? That's it. Schauen wir hier vorne noch. Nein. Das war's noch nicht. Okay, und ran damit. Oh nee, warte mal, 2 fehlen noch. 2 fehlen noch. Obersten Ecke hier. So, vorsichtig, renn hier nicht. Okay, runterfalle. Kehre zu Paul zurück, um deine Mission abzuschließen. Paul! So, dann schauen wir mal, ob Echo Paul unterwegs ist. Wo sind wir denn überhaupt? Achso, ja, genau. Hi, Paul. That's the tallest and weakest bridge on the island. So if Charles ever crosses it, we can blow him sky high. So ist der Plan. I'll be on standby to detonate the charges, but it's still up to you to summon and fight him. Sehr schön. Here, take this. It's the key to the temple. Once you think you're prepared enough, you can break in and fight the battle of a lifetime. Möchte ich eigentlich nicht. Möchte ich nicht. So, kein Echo mehr. Ich bin fast stolz auf mich, dass ich das so langsam mal hinkriege hier. Den ganzen Unsinn, den ich hier selber auch verbocke. So, bei mir hat sich nämlich schon wieder durch ein Update alle zerschossen, irgendwie. Und es ist ein Traum. Ich habe mein neues Setup schon da. Und wollte tatsächlich erstmal Chuchu Charles fertig machen, bevor ich hier neues Mikrofon und neues Pult etc. umbaue, weil der Sound dann wahrscheinlich ein bisschen anders klingen wird. Dann habe ich diesen Murks nicht mehr irgendwie, wenn ein Update kommt. Und dann kann sich halt nichts mehr verstellen, weil hier einfach ein gewisses Programm sich immer nur verstellt. Aber egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Rille in den Zug. Oder an dem Zug vorbeigesprungen. Und wir müssen jetzt die Waffen... What? Mach ihn fertig. ruf Charles mit Hilfe der Eier herbei und setze... Schreckende Herrschaft, ein Ende. Noch nicht, noch müssen wir erstmal Infiltration, ach, ein Bandenlager, ach du Heiliger. Du dicke Kanonenrohr. Oh nee. Bandenlager. Also bis jetzt ging es ja noch so, dass man den eigentlich relativ schnell irgendwie so weghüpfen oder wegrennen konnte. Also ich. So, okay. Okay. Nein! We got company! Boom! Was denn? Nein! Das war einmal nicht so gut. Au! Sag mal. Who's that? Your barrel run! Okay, du Penner. Das ist voll gewollt. Hören. Who's that? Das ist andere. Irgendwer schießt. Ja, Geiß. Wir fahren uns zurück. Da vorne ist er. Jetzt machen wir alle. Du Schwein! Muss ich gekriegt haben. Hey, warum fahren wir? Warum fahren wir? Na, ich glaube, das Banditenlager hat sich relativ schnell ausgedünnt. Oh, weia. So, ich glaube, unser Zug hat jetzt schon angekriegt. So. Guck mal. Oh, ja. Gott sei Dank haben wir noch Schrott. So, ich hoffe, das war's jetzt. Ich denke, das war's.
Die Koffer. Zu. Also die Masken sind schon echt gruselig. Und das Schlimme ist, das Einzige, was du hier in diesem Spiel findest, um zu looten, ist Schrott. Es ist nur Schrott. Ach. Warum kann ich hier nicht raus? Oh oh. The sound of Charles is coming. Wäre auch mal interessant, ob wirklich nochmal erklärt wird, was Charles eigentlich wirklich ist. Ob er einfach jetzt wirklich nur ein Dämon ist, oder... Wir graben schon seit über einem Monat und langsam frage ich mich, was wir eigentlich überhaupt tun. Eigentlich. Über und unter der Erde haben wir alte Steinruinen entdeckt. In einer der anderen Minen wurde eine Art Tempel in einer großen Höhle freigelegt. Suchen wir wirklich nach Goldadern? Ja. Also ihr gefunden habt auf jeden Fall was anderes. Kleinen Ballrock. So. Guck mal hier. Das wäre richtig mit Fahnen von Charles, ey. So, so richtige Fanboys. Hallo? Oh, ein Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Nordminenschlüssel, Bergruinenschlüssel. Schlüssel für das Band. Nein, Schlüssel für eine Wohnlage gefunden wurde. Möglicherweise ein naheliegendes Gebäude aufschlägt. Das ist tatsächlich per Definition das, was ein Schlüssel tun müsste. Aber nicht wo. Benny ist back! Schön, du bist wieder online, mein Bester! Nö! Schön, dass es, dass du wieder, da bist, mein Freund. Ha! Da ist er! Da ist er! Er hat sich aber relativ schnell wiederholt. Schauen wir mal, wo es hier passen könnte. Genau, lieber Chat, begrüßt mal erstmal den Benny. Gucken wir mal hier. Jawohl. Offen ist die Tür. Nicht jetzt. Oh, okay, okay. Okay, das ist mal ein Ballermann. Na aber, hallo. Oho, oho, haben wir den jetzt schon da? Alter, ja voll. Schön, 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 schön. Ja, der gefällt mir. Der ist gut. So, können wir oben lang fahren? Oder fahren wir oben lang, wa? Ach, wir müssen ja nicht mehr zu... No, da ist er, da ist er. He's here. Ich fahr mal los. Okay, Einzelschuss. Da hinten kommt er. Okay.
eine Abkürzung, um mich von vorne anzugreifen. Wo bin ich denn jetzt gerade durchgefahren, sag mal? Zaya, wo fängt die Zeit aus? Wo bin ich denn überhaupt? Okay, ich bin jetzt über die Holzbrücke. Ah, guck mal, er wollte nicht über die Holzbrücke rüber, der Penner. Der Penner. So, okay, ich würde mal anhalten. Ach, wir sind ja bei der Kirche. So. Wir könnten tatsächlich erstmal hier in die Mine rennen, um eins der Eier rauszuholen. Wir sind hier oben, danach ist die dran. Eigentlich sind es nur noch die beiden Sachen und dann hier zum Sammelpunkt. Na dann, Mission ist klar. Schauen, dass wir irgendwo hier im Zenit anhalten. Das war nicht immer schade. Dachte, ich kann da noch irgendwie ein bisschen hochschlunzen, irgendwie. Falls da wieder irgendwelche Typen kommen. Na gut, egal. Dann nicht. Rufen sie da draußen welche rum. Hier sind Schienen. Wie kommt man denn da hin? Achso, die gehen bloß aus dem Bergwerk raus. So, wir waren nochmal hocken. Wir waren nochmal hier hinhocken. So. Steuern ist nicht. C ist auch nicht. Also springen bringt es bestimmt nicht so richtig. Ja, laufe ich einfach dran vorbei. Da kenne ich ja nichts. So, wenn es jetzt bloß die Einzelnen sind, dann, oder wenn er nur der Einzige ist und vielleicht in der Mine noch ein paar, dann hier sind auch noch, kann man die vielleicht so ein bisschen umlaufen. So, hinein. Und wir sind in der Nordmine. Le Damage. Le Damage, der frische Franzose. Wahrscheinlich haben sie unseren alten sumerischen Tempel ausgebuddelt. So, okay, der Pfeifen kommt von links. So, würde ich es mal verorten. Und hier kann man die Brücke runter machen. Also hier werden wir wahrscheinlich wieder zurückkommen. Na gut, dann probieren wir mal dran vorbeizukommen. Sag mal von euch, wie es geht da noch, wie, wie hocken ihn? Allein, Alter. Der herkommen und hier mir. Du hast ja falsch gemacht. Und? Das mir ja, lass ich an. Bitte. Bleib jetzt an. Aus Respekt, weil du nicht da bist. Hey! Hey! Tschüss! Scheiße. Das lief nicht so gut. Ha. Er ist schnell. Und da ist der nächste Idiot. Wir können es natürlich so jetzt zum Zug locken. Damit will ich mal mich derer entledigen. So, eine Haltestelle hier. So, okay. Na, komm mal schön mit. Na, er rennt natürlich. Oh, doch, da ist er. Da ist er. Beat it! so unverhältnismäßig. Was mit so einem Hochgeschütz? Ah, oh, schön. So, Freunde, was ist los hier? Okay, einer weniger. Vielleicht können wir den anderen Typen auch noch herlocken. Ich hoffe, Charles lässt mich jetzt hier in Ruhe. Das brauche ich jetzt natürlich nicht, dass er jetzt hier noch an die Krepe kommt. Ich weiß, ich sollte nicht hier sein, aber ich bin es. Alle hip. Ding. Oh, Was, Alter, es ist. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich find's lustig. Oh Mann. So, Mine ist frei. Mal gucken, ob noch einer drin ist.
Schrottidi-Dottidi. Den nehmen wir mit. Dennoch frage ich mich natürlich, was die jetzt hier gefunden haben, ne, in diesem Tempel. Also irgendwas, was wird das wohl gewesen sein? So eine Lokomotive muss es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Aber halt so ein Dämon, der dann sagt so, ich werde von der Lokomotive Besitzer greifen, ist jetzt aber auch wahrscheinlich nicht der cleverste Dämon. Oh, eine Truhe, schön. Die können wir knacken. Oh, warte mal, jetzt muss man erstmal kicken hier. Ach, hey. Ans Timing kommen hier. Oh no! Ach komm. So, willst du mal länger? Blaue Farbe. Ach, echt, ja? Okay. Aber okay, cool, blaue Farbe. So, lieber Chat, ihr könnt bitte noch entscheiden, mit welcher Farbe wir in den finalen Krieg ziehen. Gegen 2-2 Charles. Die Farben kennt er ja, jetzt haben wir noch blau dazu. Oh. Oh. Achso, hier kommen wir her. Okay. Oh nein, hier ist wirklich noch einer. Scheiße. Scheiße. Pink? Ja, nee, leider, also, Steuerung und C ist es nicht. Aber danke für den Tipp. 257. So, stellen Sie sicher, dass niemand sich dem Ei nähert. Wenn du jemanden siehst, der sich dort nicht aufhalten sollte, leg ihn sofort um. Wir können keine Risiken eingehen. Sobald alles vorbei ist, töte es und bringe mir die Leiche. Warren C. der Dritte. So, wo ist jetzt das Ei? Wir haben das Ei. Oh, er kommt von da. Ach, das, so ein Indiana Jones Scheiß. Das ist jetzt blöd. Ah, so ein Mist, hat ihn einen Sack mit Sand bei. Okay, also wir, sag mal ganz stumpf, könnten wir auch an dem vorbeirennen irgendwie. Sag jetzt. So. Links, rechts. Ja. Ja, ein bisschen Thrill schon da. So ein bisschen hostelmäßig mit seinem Pfeife hier. Okay, also wird da stehen. Zeig jetzt nicht hin. So, schnell weg. Und hoffentlich ist hier die Brücke. Yes! Jawoll! Kannst du so verstecken! So, das wird er gehört haben. Aber wir sind auf dem Weg nach draußen. Wir haben das zweite Ei. So denn, auf zur Südmine, ihr Lieben. Dim, dim, dim. Tja. Zack. Der letzte Punkt, bevor der Endkampf beginnt.
Endkampf klingt aber auch so ein bisschen komisch. Okay. Bevor the final battle started. Ja, man muss einfach bloß in Englisch aussprechen, das ist nicht mehr ganz so schlimm. So, schnell noch repariert. Weiter geht die lustige Reise. So, das ist natürlich auch hier so in den Schluchten, ist aber ganz schön fies. Wenn der jetzt hier kommt, dann ist schlecht. Hinstellt, vielleicht kann ich ja runterschlunzen. Ja, hier komme ich auf jeden Fall nie so geil runter. Alter, volle Zinko hier. Schade. Okay, also die Taktik von der letzten Mine wird hier nicht funktionieren. Oh, eine Kiste. Warum, wie kommt man denn da hin? Oh, na Moment mal. Na Moment mal. Nein. Nein. So, wo ist er? Da vorne ist er. Da vorne ist er. Ach, das ist er auch. Schnell wieder fit. Alle Headshots. In your mouth. Ah, in your face. Jetzt fährt er schon wieder nicht mit, wa? Jetzt kommt die Holzbrücke. Okay. Naja, scheint sie erstmal verkauft zu. So, bei vorne ist eine Weiche, hier können wir umstellen und können wir eventuell etwas näher an das Lager oder an die Mine ran. Das würde ich ganz gut finden. Könnte ich ja schon wieder so ein bisschen. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Schade. Ach, okay. Ach, okay. Ach. Ja, na, wir sind jetzt hier natürlich die ganze Zeit vor Charles abgehauen. Ach, das ist aber auch. Das ist aber Mucks. Melli, hey, schön, dass du da bist. Du hast noch gar nichts verpasst, wir sind hier mittendrin. Ey, so bitte lass das jetzt hier nicht voller Feinde sein. Das würde ich gut finden. Warum sind das eigentlich alle so gutgelaunte Penner, die nur am Pfeifen? Ich bin mir gerade erschrocken, ey. Mann. Stop right there! Stop right there! Doch, komm mit. Los. Komm, Kumpel. Ich tue es. So, wo war nochmal mein Zug? Hier lang. So, ich bin der Meinung. Wo ist mein Zug? Scheiße! Wo ist mein Zug? Da vorne. Nicht, da war nur die Kiste. Das ist blöd. Ja, nicht doch. So. Voll die Giere. Voll die Gier. Was ist das? Das ist ja noch eine Mine. War das die alte Mine? Ah.
ey. Warum hat Heiko keine Waffen? Ist das Licht da vorne? Ah, da ist er, da ist er. Da ist er, da ist er. So, mein Freund. Fahrkartenkontrolle. Alter. Ja. Ja. Das ist so fies, ey. Das ist auch so unverhältnismäßig. Mit dieser riesen Wumme. Egal. So, vielleicht sollte ich mir auch einfach mal... Achso, der Wegpunkt ist da. Denke mal, wenn ich in der Miete bin, werde ich mal den Wegpunkt mal auf die Bahn legen. Damit ich schnell dahin flüchten kann. Bevor ich wieder in eine völlig andere Richtung renne. Was mir sehr ähnlich sehen würde. So, zack. Kleiner Rechner hebt hier gerade ab. So, es war doch bestimmt auch nur ein Gegner in dieser Mine, oder? 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 So. Loot, loot, loot. Natürlich. So, anstatt da mal gleich mitgekommen wäre. Wie der Typ, habt ihr bestimmt auch schon bei Insta oder bei den Shorts gesehen, irgendwie der eine Typ, der ihn immer zuwächst. Go to the fucking gym. 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 Was mit Benny? Put er immer noch put? Nee, ab heute wohl nicht mehr. Er hat gerade geschrieben irgendwie, also muss das wohl binnen der nächsten oder weiß ich nicht. Bin ja in der letzten Stunde gerade repariert worden sein. Er ist also am Montag wieder am Chatard. Da ist er, hier läuft er. Sieht er mich jetzt hier durch die... So, gucken wir mal. Schauen wir mal, wie er läuft. Sieht er mich jetzt hier durch diese Löcher? Das wäre mal interessant. Okay, er läuft also doch nicht so zurück. Ah, und? Ich bin schlimm. Ist mir egal. I'm gonna shoot you. Mach mal. Oh. Oga Cola Light. Oga Cola Normal. Hey, Coca Cola. No visitors allowed. Wo ist denn? Ach shit, jetzt ist aber ganz blöd. Jetzt ist aber... Oh, da vorne ist Ei. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ja. Oh, da hinten. Pass auf, vielleicht pinke Farbe. Ach, das Ding kriegt gar nicht geknackt jetzt hier. Ne. Hm.
nein. Na, guck mal, wir sind... Where did he come from? Oh, zwei Leute. Oh. Verpissung. Verpissung. Get him, boys. Get him, boys. Take him out. Mann, Alter, wo ist der Zug so weit weg? Verdammt. Nein, jetzt kommt er. Charles, ihr kriegt eine Macke. Das kann doch nicht wahr sein. I'm gonna shoot you. Hau ab. Ah! Nein, Alter. Komm, ey. Das war so schön gefährlich. Macht sich jetzt einen Eistee Pfirsich. Mach mal, Melli. Lass dich schmecken. Oh. Oh, das ist bitter. Oh, das ist bitter. Der ganze Weg? Oder ach, warte mal. Ach nee, der zählt jetzt, dass ich das Ei habe, wa? Yes. Das ist natürlich geil. Das finde ich sahnemäßig. Okay, also wir legen jetzt die Eier dahin, damit locken wir ihn an. Und dann müssen wir ihn irgendwie über diese Brücke kriegen. Oh, Kacke. Also, Xafit ist... Also... Ich habe Bedenken. Und da sägst du doch schon die Penner. Da seht doch schon die Penner. Kann er mal probieren. Ich fahre ein bisschen vor und dann schieße ich mal grob in die Richtung. Mal gucken. Vielleicht lassen sie sich ja animieren. Hm? Sniper-Elite. Also ich war zu bezweifeln, dass wir ihn gekriegt haben. Weil wahrscheinlich die Tanne den Schuss aufgehalten hat. Das darf doch nicht wahr sein. Muss doch irgendwie die Eier erstmal abgeben. Irgendwie kann er jetzt hier nicht ständig vor dem abhauen, ey. Geht doch nicht. Misch ich nicht. Do it. Now. Let's do it for America. Was ist denn das? Achso. Ein Busch. Okay. Geil. So, da oben ist einer. Ihr könnt doch probieren, die mal ernst. Stumpf einfach alle rauszulocken. Lass mich einfach verfolgen. Oder so. Ich mach's einfach so. Dann einfach... putt ich jetzt einfach die Eier da in so Holz. Boah, wie schön die leuchten. RGB. Sieht so ein bisschen außerirdisch aus, wa? Wie so ein Hellraiser-Box, die wir jetzt öffnen. Step away from the shrine, du bist Worn der Dritte, Alter? Komm, Alter. Just put the egg down slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. Oh, in einer Mega-Action. No! No! You fool! You doomed us all! Ui! Ui! Okay, jetzt ist Charles am Steroide. Okay, Warren ist gone.
Ein Charakter, der gerade mal für 30 Sekunden Screentime hatte. So, na denn, jetzt in die Fresse, mein Freund! Zieh ihm so gut wie keine Power ab. Das wird ja schon. Das ist ja super. So, dachte ich mir das. Jetzt geht's ab. Oh, shit. Hat er mich? Was ist denn nun passiert gerade? Was macht er? Was ist los mit ihm? Don't do it! Sorry, Chat, wenn ihr jetzt was schreibt, kann ich das gerade nicht lesen. Da ist er. Ah. Nein, Motherfuck. So. Oh, come on. Get to the chopper. Now. So. Hasta la vista, baby. Oh, aber richtig gepinnt, den Kumpel. Bam, so läuft das. So machen wir Eisenbahner, Dipper. Chuchu Charles, aber ganz unpretentiös, einfach so die Credits hinterher. Oh Mann, Alter, oh Mann. Ja, krass. Ja, ihr Leute, wie schön. Das war Chuchu Charles. Wir sehen uns dann bei der nächsten Fahrkartenkontrolle. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt hoffentlich wieder. Bis dahin, tschüss, ihr Freunde. Macht's gut. Oh, Post-Credit-Scene. Nein, ein Ei hat überlebt. Wird es einen nächsten Teil eventuell geben? Chuchu Charles, Teil 2. Jetzt wird's regional. So oder so. Oh Gott. Ja, krass. Wenn es kommt, wir werden spielen. Bis dann, macht's gut. Halb Zug, halb Riesenspinne aus der Hölle. Großartig. Geh 5 Gurken nach links und 5 Gurken nach rechts und dann gräbst du 3 Gurken tief. Wieso heißt der überhaupt Chuchu Charles? Balance. Alter, echt jetzt?
What the fuck? Choo-choo! Oh, ich bin zu doof. Coca-Cola! Nächste Haltestelle, Buschkuckallee. Nein! Coca-Cola normal! Hey, Coca-Cola! Ich nehme mal noch so einen Schluck von diesem köstlichen, zuckerfreien Mate. Gar nicht mal so gut.